Irgendwie bekommt man doch das Gefühl, dass diese Stute nicht nur ihre Reiterin im Rücken, sondern auch in ihrem Herzen tragen muss. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Aber da ist doch das ein oder andere dabei, ja, wo man sich denkt, ach ja, Tauziehen und Sackhüpfen zum Beispiel, das ändert ja doch eigentlich jeden Kindergeburtstag, auch rein optisch. Sozusagen die Weiterentwicklung des Tandemradfahrens ist das Einzelsynchronschwimmen. Wie bitte geht das? Das Einzelsynchronschwimmen. Da schwimmt der linke Arm mit dem rechten, oder wie hat man sich das vorzustellen? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres heute sehr sportlichen Medien- und Presse-Podcast Voll in die Presse. Es ist der letzte Tag der Olympischen Spiele und wir machen dementsprechend eine Olympia-Special-Ausgabe. Die sportlichen Mitstreiter in dieser Runde sind wie immer der total gestählte, muskulöse und mit Gehirnschmalz ausgestattete Beef Rogers. Da nickt er schon. Da wusste er gar nicht, dass ich ihn meine. Da nickt er schon. Ja. Hätte ich es geahnt. Hallöchen. Und der nicht minder smarte, nicht minder gut aussehende Herr Sammer mit voller Haarpracht, der uns gerade verraten hat, sein Friseurtermin muss noch 3 Wochen auf sich warten lassen. Hallo Sammer. Moin, moin. So ist es. Furchtbar. Hinter der Mähne, da spricht es. Genau, aus dem Haarwald. Und unser Mann aus Florida, ganz nah am Olympiastützpunkt der USA, Prollo Ferrari, heute über den großen Teich mit scheiß Tonqualität. Hallo, Prollo. Ja, sag ich auch mal Howdy heute. Howdy, how. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob man das hier noch sagt, aber das ist vielleicht eher eine Sache für den mittleren Westen. Ich werde das für euch recherchieren. Ja, ich sage das ja inzwischen seit über 100 Folgen, weil ich am Anfang mal dachte, das ist so Ben Cartwright-like. Denn mein Name ist Ben Cartwright und ich bin heute auch dabei, hier auf der Ponderosa im Keller Studio. Jingle, lass mal weg. Ihr könnt es euch alle vorstellen. Ja, Beef, wie ist das so als Supersportler? Guckt ihr alle fleißig? Macht es Spaß? Ja, also als Supersportler ist natürlich ganz wichtig, dass man auch mit dem richtigen Crunch auf dem Sofa dann quasi die Spiele verfolgt, ja. Schon auch. Ja, definitiv. Ich finde es geil. Ich finde es auch geil. Ich habe noch vor diesen Olympischen Spielen gesagt, dass ich da eigentlich gar nicht so Bock auf diesen ganzen Leichtathletik-Kram und so habe und muss feststellen, habe ich auch immer noch nicht. Aber es ist halt sehr viel auch anderes. Basketball, Fußball, dann dieses 3x3 finde ich ja mega geil. Kanu oder Kajak, Cross. Das ist total geil. Das gibt es ja beim Skifahren auch, wo die da 4 gegeneinander runterheizen. Also diese neuen Sportarten, die jetzt hinzugekommen sind. Breaken habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, aber Breakdance ist ja auch erstmals dabei. Aber dieses 3x3, das ist ja mega. Das ist ja, die deutschen Damen sind direkt Olympiasieger geworden. Also großartig. Und Rugby war dabei, ist schon durch. Also 7er Rugby, die kleine Variante davon. Prollo, du bist ja so ein wirklich Sportfreak. Das wissen alle, die diesen Podcast lange hören. Wie ist es denn? Ja. Wie ist die Stimmung in USA? So Olympia. Also USA ist ja mega gut. Ja, also die USA, die nehmen auch teil. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja, die führen mittlerweile sogar den Medaillenspiegel an vor China. Stimmt. Ja, das ist ja sogar nicht ganz so überraschend. Also ich gucke tatsächlich noch ein bisschen weniger Olympia als Fußball. Und insofern kann ich nur sagen, dass ich mich die letzten Tage bis Wochen auch eher mit dem Wetter beschäftigt habe als mit dem Sport. Weil das ist ja auch Tornado bei euch. Ja, der Tornado ist so ein bisschen knapp an uns vorbeigezogen. Das war tatsächlich so ein bisschen nervenaufreibend, weil dann am Ende, wenn dann nur noch so ein paar Zentimeter bis zum Hauseingang fehlen, was den Wasserspiegel anbelangt, das wäre ja nichts für mich. Ne? Also ich wohne ja nicht hier, deswegen bin ich da noch ein bisschen entspannter wahrscheinlich, als wenn man so sein persönliches Hab und Gut in der Bude hat. Mhm. Aber so dieses jährliche Lotteriespiel, wer dieses Jahr vom Hurricane wegrasiert wird, ja, das würde mich, glaube ich, zu nervös machen. Ja, das ist schon krass. Ja. Wir haben dir ja kostbares Gut mitgegeben, denn ich habe es, glaube ich, in einer der vorherigen Sendungen gesagt, aus meinem Frankreich-Urlaub habe ich Pariser Bier
mitgebracht und heute ist der perfekte Zeitpunkt, um es zu trinken. Deswegen einmal kurz das Jingle. Alleine mit dir, zwei Worte, ein Bier. Ich überreiche als Start, es gibt verschiedenes Pariser Bier heute, Gallia Paris 1890, das ist ein Session IPA und der Prollo hält es auch gerade in die Kamera, er hat es wirklich mit in die USA importiert. Jetzt kann ich ja sagen, ist mit Kokain versetzt. Nein, ist es natürlich nicht, aber ihr Lieben, fühlt durch mal, die Nase rein? Oder? Nee, warte mal, bevor ihr trinkt, es ist, wie ich finde, sehr, sehr schönes, elegantes Etikett. Fühlt mal über das Etikett, die Haptik, das habe ich selten gesehen. Das ist so tatsächlich so ein bisschen rau, dieses Etikett hier bei der großen Flasche. Ich habe noch ein großes Blonde Non-Filtré Champ Libre dabei für den Beef und mich. Aber das ist schon nett. Das ist schon nett. So, also dann würde ich sagen, einmal Prost. Prost nach Florida. Prost, genau. Prost. Prost. Ha. Ich bin ja echt inzwischen dank Beef und dieser Sendung zum IPA-Fan geworden. Oh, Session IPA ist auch nicht so stark, 4,3%. Das ist aber lecker. Ja. Jetzt kann sich der Prollo auch mal am Mittag reinknallen. Wie viel haben wir da jetzt? Es ist 15.06 Uhr und wir hatten ja das Thema, dass hier in wärmeren Gefilden auch gerne Lager getrunken wird und ich muss sagen, viel mehr verträgst du auch bei der Hitze nicht. Ich habe das jetzt einige Tage hinter mich gebracht. Wir haben jetzt, meine ich, 35 Grad draußen und die Sonne knallt halt gnadenlos runter. Ja, wir waren jetzt eben im Zoo heute Vormittag. Und wenn du da in der Mittagshitze unter praller Sonne dann am Getränkestand stehst und sie verkaufen dir da auch noch Bier, da muss man sich echt schon überlegen, ob man sich das noch gönnt. Wahrscheinlich nur für die ganz Harten unter den Zoobesuchern. Ja, landest du nachher im Wassergraben irgendwie bei den Eisbären oder Tigern? Ja, Eisbären haben sie in Florida nicht so viele, aber ja. Ja, im Zoo ist das ja egal, wo der Zoo ist, was für Tiere da sind. Und aber es könnten ja auch, was weiß ich, Gorillas oder so. Also wenn du da landest, ist auch nicht toll. Ich habe jetzt gerade gedacht, als du sagst, ich war heute Vormittag im Zoo, ich habe gedacht, du bist in die Shopping Mall gegangen. Aber okay, das ist jetzt wieder schlecht der Böse gedacht. Ne? Könnten ja. Ja, das ist tatsächlich, also was machst du bei schlechtem Wetter, ne? Und also wer die Sonne nicht verträgt, der muss halt drin bleiben. Ansonsten bei Sonne bietet sich natürlich auch der Strand an oder Pool oder was man so hat. Aber bei Regen ist schon knapp. Wir haben zum Beispiel gar keinen Indoor-Minigolfplatz gefunden, als es wieder mal schüttete. Und da muss man dann eben nach draußen. So ist das. Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen unsere Hörerschaft ein bisschen heiß auf die Sendung, was wir so im Angebot haben und kommen dann aber ganz kurz nochmal zu ein bisschen Housekeeping. Wir haben Hörerpost und auch eine Profi-Stellungnahme zu unserer Hörerpost, also wieder schöne O-Töne von begeisterten Hörerinnen und Hörern. Und ja, damit das noch ein paar mehr werden, ihr Lieben, was habt ihr denn zum Olympia-Special vorbereitet? Fangen wir doch mal in Florida an. Du bist ja unser Supersportler, wie wir gerade schon festgestellt haben. Ja, ich habe mal knallhart recherchiert bei den Olympischen Spielen der vergangenen Jahrzehnte und habe da die ein oder andere kuriose Disziplin mitgebracht. Und ich werde euch gleich auch raten lassen. Eine davon, die ich dann vortragen werde, hat es nämlich nicht reingeschafft. Die anderen waren immer mal dabei. Ich spoiler mal so ein bisschen, weil der Hank Frank ja auch bei der Stange bleiben muss. Tabakweitspucken war dabei, 1904. Und da sind noch ein paar andere Knaller. Das könnte ziemlich schnell erledigt sein, weil ich fürchte, den Artikel haben wir alle im Gepäck für alle neuen Hörer und Hörerinnen. Wir sagen uns vorher nicht, was wir hier vorbereiten, aber es ist in der Tat lohnenswert, sich anzuhören, was alles mal auf der Agenda der Olympischen Spiele stand. Definitiv. Sommer. Habt ihr auch den Stabhochspringer dabei, wenn ich mal fragen darf? Jetzt mal 2024? Selbstverständlich. Ja, möglicherweise. Gut.
Ja, aber den lassen wir weg, weil wir wollen hier keine Penisgeschichten mehr. Denn es war auch nicht sein Penis, der das Ding zum Fallen gebracht hat, sondern sein Bein. Das ist gar nicht so klar, was du da sagst. Das doch, ist, wir machen hier keinen Penis-Podcast mehr. Das ist so. Wieso hast du das denn jetzt schon zweimal gesagt? Ja, weil ich das im Keim ersticken muss. Ja, aber wenn der mit der Latte die Latte reißt, was willst du denn dann machen? Jetzt ist du und jetzt spät. Schalten wieder alle. Alle wieder weg. Alle abgeschaltet. Leute, das ist zu monothematisch. Das ist Realität, das ist Sportberichterstattung. Es ist aber falsch. Das habe ich heute noch gelesen. Der hat gar nicht mit seinem Schritt die Latte gerissen, sondern der hat vorher schon mit dem Schienbein das umgestoßen. Die wackelte. Es war nicht klar, ob sie runterreißt. Guck dir das Video an. Das kann man nicht sagen. Ja. Das kann man, glaube ich, der darf es ja nicht berühren. Doch, berühren darf er es schon, wenn es nicht runterfällt. Er hat es mit dem Schienbein berührt und dann noch mit dem Oberschenkel. Und dann kam der Schritt. Ganz schön mächtig, ja. Oh, ich kann das nicht mehr hören. Okay, sag mal, hast du noch was anderes im Gepäck? Ja, ich habe einige wirklich schöne Anekdoten mit. Unter anderem, wie ein absoluter Goldfavorit mal gleich zu Beginn eines Wettkampfs sehr kurios gescheitert ist. Außerdem auch, was ein Muttermal mit einer mit einem Olympia-Auftritt und einer Disqualifikation zu tun hat. Auch sehr kurios. Und weitere Kuriositäten, die ich dann immer, wenn mal Zeit ist, einstreue. Okay. Dann schaue ich doch mal den Herrn Beef an. Der ist ja meistens für die etwas gesetzteren Themen auch mit ein bisschen Brainfood. Ja, tatsächlich bin ich aber auch ein bisschen eher in die skurrile Richtung abgedriftet. Also ich habe da auch so ein paar, auch Sportarten, die mal olympisch waren. Ich fürchte, da haben wir alle irgendwie, sind wir alle mit den gleichen Sachen gesportet. Ich habe aber auch noch so ein paar kleinere Geschichten um Olympia herum, wo Dinge eben nicht so gelaufen sind wie geplant, aber teilweise auch ganz schön. Also da geht es jetzt nicht um irgendwelche Schrittlängen oder sonstige Dinge. Ja, sehr gut, sehr gut. Fakten habe ich auch ein bisschen vorbereitet und dazu auch gleich eine neue Rubrik, die Funky Fun Facts, die ich hier heute einführen möchte, natürlich mit eigenem Jingle, nämlich zu der Frage, warum eigentlich das, was wir da gerade sehen, gar keine Olympiade ist und warum eigentlich die meisten der 11.400 Sportler gar keine Olympioniken sind, wie sie gemeinhin bezeichnet werden. Wissen vielleicht die meisten oder viele schon, ich wusste es nicht bis vor ein ganz paar Tagen und ich wollte das heute mal als Fun Fact hier einstreuen und dann vielleicht noch euch einen Moderator des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorstellen, natürlich auch mit O-Tönen, in denen meine Frau und ich uns verliebt haben, weil er kommentiert den Pferdesport wie eine Sinfonie. Ich habe nichts mit Pferdesport zu tun, aber man kommt ja nicht umher, so das gesamte Programm, das ist auch irgendwie schön, bei den Olympischen Spielen so laufen zu lassen. Und dann landet man irgendwann hier bei diesen Dressurreitern und so und das ist der Hammer. Dieser Mann, den ich euch da vorstelle, zum Dahinschmelzen. Ja. Ich habe unabhängig von, kann ich jetzt schon mal direkt sagen, unabhängig jetzt von dem Kommentator oder Moderator, ich finde, das ist ja so das mit das Spannendste an Olympia, dass man plötzlich Sportarten sieht und auch Sportlerinnen und Sportler, die man im Prinzip vorher nie wahrgenommen hat. Es sei denn, man ist jetzt besonders mit irgendeiner etwas spezifischeren Sportart, aber das ist halt, das meiste sind halt jetzt, mal abgesehen jetzt von Basketball und Fußball und so weiter, sind das ja alles keine, also ganz viele ja keine wirklich breiten Sportarten und dann sieht man da mal, was da auch für Leistungen gebracht werden. Das finde ich somit das Spannendste an Olympia. Also das ist auch wirklich so in einem positiven Sinne abseitige Sachen. Und da finde ich halt auch, das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Angang, weil wenn du dann siehst, dass diese Sportlerinnen und Sportler ja ganz oft eben nicht mit Millionenverträgen etc. gepampert sind, sondern ihren Sport machen, einfach weil sie Spaß dran haben und es wirklich gut können.
Und im Idealfall dann irgendwie über die Sportförderung ein paar Tausender oder sowas kriegen und vielleicht noch den einen oder anderen kleineren Vertrag mit einem Sponsor haben. Das finde ich eigentlich so das Faszinierende an Olympia, oder an den Olympischen Spielen, um genauer zu sein, weil das, das ist halt irgendwie das, was ja eben bei den anderen Sportgroßereignissen, jetzt gerade EM oder auch sonstige, eben nicht ist. Das ist ja noch mehr Geldzirkus und das ist bei Olympia ist auch Geldzirkus, aber nicht für die Sportler letzten Endes. Ne? Das ist eher so ein medialer Geldzirkus. Ja, und ich finde, wie gesagt, die Diversität der Sportarten, die da geboten wird, Skateboardfahren, Surfen, BMX war, glaube ich, auch dabei. Das ist schon ziemlich cool. Und die haben halt eine Bühne, auch in Paris jetzt ganz besonders. Beachvolleyball nicht zu vergessen, was auch erst einige Jahre, glaube ich, immer dabei ist. Die haben eine Bühne, die sie sonst normalerweise in ihrem Sport auch nicht haben. Also auch zu sehen, wie die Sportlerinnen und Sportler dann vor dieser richtig geilen, krassen Bühne, selbst die Schwimmer schwärmen ja davon, dann zu ihrer Höchstform auflaufen, ist auch für den Zuschauer ganz, ganz cool. Und ich bin da wirklich auch gerade richtig im Fieber, muss ich wirklich sagen. Wir nehmen das ja jetzt hier noch ein paar Tage vorher auf, kann man ja auch dazu sagen. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann ist es quasi gerade rum oder der letzte Tag der Olympiade, der Olympischen Spiele. Mal sehen, was da richtig von ist. Dann haben wir 2 Wochen richtig geilen Sport hinter uns. Bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, müssen wir über etwas sprechen. Ein Leserbrief, hätte man früher gesagt, jetzt, wie sagt man das jetzt eigentlich? Eine Hörermeldung? Hörerbrief? Ein Hörerbeitrag, Hörerinnenbeitrag. Irgendwie sowas. Hat uns erreicht über unser neues Superformat. Hier darf jeder was auch als O-Ton über WhatsApp schicken, wenn er unsere Nummer hat. Das hat die Regina gemacht, die kennt ihr aus der Folge 100 und auch aus vorherigen Folgen, wurde immer mal wieder erwähnt. Und die hat uns so eine Art, einen Weckruf geschickt, einen besorgten Nachdenker. Und das hört ihr euch am besten mal selber an. Liebe Hosts von Voll in die Presse, ich höre ja euren Podcast wirklich super gerne, immer wieder. Aber in den letzten Sendungen gibt es immer so eine Stelle, wo es mich echt ein bisschen gruselt. Das ist die, wenn du, lieber Ben, deine KI-generierten musikalischen Ergüsse vorstellst. Ich finde es einerseits toll, dass du so viel Spaß daran hast. Ich selber sehe das wirklich so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits ist es toll, was alles geht, aber ich empfinde das auch so ein bisschen als Entwertung von menschlichen Talenten und Fähigkeiten. Das betrifft natürlich nicht nur diese Musik-KI, sondern alle möglichen anderen auch. Und ich weiß ja auch, dass das sozusagen der vorläufige Endpunkt einer langen, langen Entwicklung ist und dass das jetzt nicht plötzlich gekommen ist. Aber wie gesagt, mir wird es ja immer so ein bisschen komisch dabei. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich glaube auch, ich meine, ihr hattet ja schon mal eine KI-Folge vor einiger Zeit, aber ich weiß nicht mehr, ob ihr diesen Aspekt da auch irgendwie thematisiert habt. Würde mich jedenfalls interessieren, wie ihr das seht. Und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Und vielen Dank schon mal, Regina. Ich bin natürlich zutiefst verletzt, dass es dich gruselt bei meinem Lieblingsteil dieser Sendung. Ich kündige schon mal an, heute gibt es keine KI-Musik. Ich habe auch meinen Stolz. Nein, Quatsch. Es ist alles gut. Es ist ja nur sozusagen ein Denkanstoß, über das Thema generell zu sprechen. Und bevor ich selber meine Meinung dazu äußere, vielleicht nur ganz kurz. Sie hat uns ja gebeten, mal so eine Meinung einzuholen. Wie steht ihr dazu? Also abgesehen davon, dass ihr jedes Mal oder ähnliche Dinge sagt, wenn die Musik kommt, wie steht ihr zu dem Thema? Nicht jetzt zu der Musik, die ich da reinspiele. Also ja, es ist genau das Thema. Ja, macht der Sammer legt vor. Sammer legt vor, gut. Es ist tatsächlich zwiespältig. In gewisser Weise gebe ich der Regina recht. Es ist einerseits geil, was geht, auch geil, was du da produziert hast. Also gerade dieses Metal-Ding hat mir, finde ich, echt ziemlich cool. Aber es ist halt
die Frage, wie stellt sich das da für Leute, die da weiß nicht, was für Biografien hinter sich haben, tagelang, wochenlang, jahrelang geübt haben und irgendwas von sich gegeben haben, wie die das dann finden, wenn dann irgendwie jemand mit Knopfdruck in 2 Minuten ein Stück macht, was sich vielleicht sogar erstmal noch sauberer anhört. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da tatsächlich ein paar Leute sich vielleicht verletzt fühlen. Ich musste, Ben, das muss ich gerade loswerden, irgendwie an ein Bild denken, was jetzt zugegebenermaßen ein etwas schiefer Vergleich ist. Aber ich erinnere mich, dass du dich mal aufgeregt hast über E-Biker, die so irgendwie ohne wirklich groß in die Pedalen treten zu müssen, dann so an einem vorbeiziehen. Und das ist natürlich ein schiefer Vergleich, ja. Aber du trittst halt in die Pedalen, ne? Und dann wird man da rechts überholt von Leuten, die ja eigentlich gar nichts dafür tun. Hat mich so ein bisschen jetzt daran erinnert, aber es ist tatsächlich, es hat Pros und Cons. Also es ist zwiespältig. Ich finde das eigentlich einen ganz hervorragenden Vergleich mit dem Fahrradfahrer, weil wenn du so ein Otto-Normal-Fahrradfahrer bist, dann wirst du halt vom E-Bike wieder überholt. Aber ich glaube, wenn du bei Olympia jetzt aktuell oder auch bei der Tour de France fährst, dann kommen die Leute auch mit dem E-Bike nicht an dich ran. Und was ich damit sagen möchte, das ist die Parallele, je Fahrstuhlmusischer du deine Musik gestaltest, desto eher wirst du halt von der KI eingeholt. Und ich glaube, dass die richtig innovative Musik oder Kunst jeglicher Art eigentlich den größten Abstand zur KI hat. Ja, wir haben ja, also ich will jetzt auch auf gar keinen Fall Bens Musik schlecht reden, die habe ich auch sehr genossen. Ja, aber es ist halt, es klingt so ein bisschen wie eine Band von 20 anderen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn du eine dieser 20 anderen Band bist, fühlst du dich von der KI vielleicht eher bedroht, als wenn du wirklich innovativ unterwegs bist, musikalisch oder auch in jeglicher anderen Art, journalistisch, ne, in Bezug auf Text-KI. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das beurteilen können. Das passiert ja gerade erst. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, ja, ich kann dich da nur anschließen, jetzt was Prollo gerade gesagt hat. Also ich sehe es jetzt erstmal relativ unkritisch. Und ich sag mal, der Vergleich, dass dann der ein oder andere Künstler oder so, also ich glaube auch, also Kunst kommt von Können und auch Kreation spielt da noch eine wesentliche Sache und das geht halt so einer KI völlig ab irgendwie. Ne? Das ist halt, da wird halt aus Bestehendem irgendwas Neues zusammengebastelt. Und auch da muss man sagen, wenn wir jetzt bei dem Musikbeispiel bleiben, also es gibt auch jetzt schon viele Lieder, die sind schon auch ähnlich, auch von Künstlern. Also da sind wir dann schon, da ist dann bei dem, was Prollo eben auch mit der Fahrstuhlmusik beschrieben hat. Und auf der anderen Seite finde ich halt eben auch, dass das ist, was du sagtest vorher, Sammer, dass man dann ja sich vielleicht auch gefrustet fühlen konnte, wenn da so eine KI irgendwie dann besser ist plötzlich oder Dinge machen kann, für die man sonst lange üben muss. Ja, aber ganz ehrlich, das gibt's ja auch schon immer. Also ich meine, gibt wahrscheinlich jeden, der zum Beispiel aus seiner Schulzeit sich erinnern kann, dass er sich bei irgendwelchen Matheaufgaben massiv gequält hat, während andere da einfach durchgeflowt sind und da überhaupt kein Problem mit hatten und definitiv nicht für groß gelernt haben. Also ich finde, das ist, von daher bin ich da relativ entspannt und habe da auch... Ja, aber die haben auch Talent mitgebracht, im Gegensatz zur KI. Naja, was heißt da Talent? Also das mag sein, dass das Talent ist, aber das ist ja trotz allem erstmal legitim. Und ich meine, KI, die ist ja auch nicht von selbst auf die Welt gekommen, sondern das ist ja letzten Endes erst gemacht worden. Also von talentierten Leuten, die im Prinzip bestimmte Dinge programmiert haben und da dann sich selbst verstärkende Programme. Also so muss man es ja sehen. Die KI ist ja nicht irgendwie sonst wie vom Himmel oder von sonst woher gestiegen. Also von daher finde ich das erstmal unkritisch. Ja, okay. Danke für dieses Meinungsbild. Dann reich mich da noch kurz ein und versuche nur die Frage, die ich von der Regina jetzt sogar weiter verstanden habe, als nur bezogen auf Musik, etwas zweigliedriger zu beantworten. Das eine ist das Thema KI an sich, finde ich natürlich extrem spannend, extrem faszinierend und es macht total Spaß, damit rumzuexperimentieren. Das habt ihr ja auch schon gemerkt. Gleichzeitig, wenn ich dann so die KI füttere ein paar Stunden lang und dann so ein Song bei rauskommt, dann halte ich mich auch nicht für einen Musiker. Also das ist mir schon bewusst, dass ich kein Musiker bin.
Und dass das, was da bei rauskommt, auch so eher Retorte ist. Das hört sich halt an wie der breite Musikgeschmack all dessen, was da reingeflossen ist. Da sind ja Millionen Daten an Input reingeflossen. Und wenn man heutzutage Radio hört, eben auch das, was früher war, das Stock Aitken Waterman, diese ganzen Hits in den 90ern, 80er, 90ern, da hörte sich einer an wie der andere. Oder Modern Talking-Dinger da irgendwie. Und Modern Talking und so, das war ja alles die Blaupause. Und die Leute haben es geliebt und trotzdem gekauft, weil es halt irgendwie diesen breiten Musikgeschmack bedient hat. Und da sehe ich auch die KI. Also wie der Sammer sagte, der Künstler, der wirklich mit neuen Techniken oder Talent irgendwie nochmal tatsächlich etwas Neues kreiert und neue Sounds noch herstellt oder irgendwie, dem wird das auch gelingen, weiterhin sich abzuzeichnen. Insgesamt, das Thema KI finde ich aber auch beängstigend in gewisser Hinsicht, das, was es kann. Also stellt euch den Enkeltrick vor, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, mit diesem Stichwort, ich glaube, das hatte ich erzählt, dass man sozusagen gerade die Gesichts Darstellung, Fotos erstellen, auch eben von echten Personen, also dieses Faken, wo man eben nicht klar sagt, das ist jetzt hier KI-Musik, sondern so tut, als ob das Echte ist, also wirklich fälschen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und da sehe ich auch tatsächlich als Bedrohung in jeglicher Hinsicht, aber nicht unbedingt wirklich im Musikbereich. Das hat ein paar Komponenten, zu denen wir gleich kommen. Und am Ende des Tages muss man auch einfach mit der Zeit gehen. Auch ich muss akzeptieren, wenn ich halt noch normal in die Pedale trete und ein E-Bike erfunden wurde, dass mich ein E-Biker im Zweifel dann überholt. Genauso wie die Schreiberlinge in den Klöstern vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, akzeptieren mussten, dass der Gutenberg die Buchdruckmaschine erfunden hat. Das ist halt der Zahn der Zeit, der dann an so bestimmten Dingen nagt. Gleichwohl. Das heißt, ja. Muss ich kurz korrigieren, das war der Gutenberg. Der Gutenberg hat die nur kopiert hinterher. Ich habe ja Gutenberg gesagt, nicht mit zwei T. Wollte ich extra. Dann ist ja gut. War das ein Übertragungsfehler in die USA? Ja, stimmt. Aber schöner Vergleich. Ja, der hat ja so in gewisser Hinsicht auch das fortgesetzt, ne? den Buchdruck. Ja, hätte er damals eine KI gehabt, hätte er gar nichts mehr schaffen müssen. Ja, richtig. Also gerade dieses Potenzial, dieses Fälschungspotenzial sehe ich schon kritisch. Aber wir haben im Freundeskreis ja auch Leute, die ein bisschen mehr Ahnung von Musik haben. Der Sammer hat unseren lieben alten Kumpel und Musiker Mockerstich kontaktiert. Wir nennen ihn nur Mocker. Und der hat uns einen wirklich langen Beitrag geschickt und eine sehr schöne, wie ich finde, sehr interessante, sehr ausgewogene und differenzierte Meinung zum Besten gegeben. Da diese Sendung aber die nachfolgenden Sendungen nicht unnötig verzögern soll, haben wir das auf 3 Minuten zusammengeschnitten, die ich euch aber nicht vorenthalten will. Okay, KI-generierte Songs aus der Sicht des Musikschaffenden. Ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht, mit einem Kopfhörer, der für Studioproduktionen geeignet ist, mir so ein paar Songs von Suno KI anzuhören. Und zwar einmal so ein Power-Metal-Song. Da war ich überrascht, wie sehr die generierte Stimme nach einer Mischung aus James Hetfield von Metallica und David Draiman von Disturbed geklungen hat. Und dann habe ich mir so einen Pop-Punk-Song angehört und da klang die Stimme fast 1:1 wie der Sänger von Blink 182. Es ist schon unglaublich, aber was soll die KI auch machen? Denn das ist genau das, was die KI nicht kann. Kann nicht kreieren, sie kann nur kopieren und Stilmittel oder Dinge zusammenwürfeln. Das ist alles, was sie zustande bringt. Allerdings muss man natürlich sagen, so ein Song in 2,5 Minuten oder je nachdem, wie viel Rechenzeit da zur Verfügung steht, zurecht zusammengeschustert, klingt besser als ganz, ganz viele Demos von jungen Bands, die im Proberaum stehen und zum ersten Mal in ihrem Leben versuchen, auf den Knopf zu drücken und was festzuhalten, weil die das Wissen nicht haben, was die KI zur Verfügung hat. Ja, folglich gibt es dann eben bei normalen, sage ich mal, in Anführungszeichen, Hörern den Effekt, boah, das ist aber gut. Tja, weil ihr es alles schon mal gehört habt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, warum ist das so gefährlich? Da kann ich eigentlich nur was wiedergeben, also was ein offenes Gerücht ist. Und zwar
Streaming-Dienste wie zum Beispiel Spotify erlauben KI-Songs auf ihrem Portal und sie gehen noch sogar viel weiter. Sie beauftragen Musiker oder Produzenten damit, KI-generierte Songs bei denen hochzuladen, nach gewissen Vorgaben. Diese Songs werden dann in Playlisten untergebracht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt mal Tom Petty hören. So, spielen wir doch mal Tom Petty. Dann sucht mir Spotify, keine Ahnung, wie viele Tom Petty-Songs raus. Aber irgendwann gibt es ja diesen Punkt irgendwie Smart Shuffle oder so. Und dann werden da andere Songs rein, rutschen da rein. Und dann denke ich, was ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Und immer mehr ist es so, dass dann tatsächlich da KI-generierte Songs reingepackt werden. Der Effekt davon ist, dass Spotify da eine Menge Kohle mit verdient, weil sie nämlich die Tantiemen für die eigentlichen Künstler nicht mehr so in dem Umfang zahlen müssen. Das ist also im Grunde genommen echt richtig scheiße. Es gibt auch jede Menge Musiker mittlerweile, die selbst Songs von KI generieren lassen und die dann tonnenweise bei Spotify zum Beispiel hochladen unter ihrem eigenen Namen, um dann davon wiederum die Tantiemen zu kassieren. Und das tötet die Musik natürlich genauso. Ich könnte noch stundenlang darüber sprechen, aber das machen wir vielleicht mal persönlich. Ich wünsche euch viel Spaß. Da war's. Der Mocker. Ciao. Ja, ciao. Vielen Dank, lieber Mocker. Also wie gesagt, das ist ein Zusammenschnitt eines längeren Beitrags, den ihr auch in den Shownotes dann finden werdet, wo der Herr Mocker dann auch sehr schön erstmal am Anfang herleitet, wie überhaupt Musik früher und heute aufgenommen hat, wie sich das entwickelt hat, also wie überhaupt Musik generiert wurde über die Jahre, von der Analogie bis hin, also der analogen Aufnahmetechnik bis hin zur digitalen Welt. Ja, Fahrstuhlmusik, habe ich doch schon gesagt. Ich freue mich, dass er das genauso sieht. Ja. Und ansonsten wäre ich auch dafür, dass wir ihn mal anfragen, ob er uns mit seiner persönlichen... Ja, aus Erfahrung weiß ich, dass man den auch mit einem Bierchen locken kann. Nur kein Kölsch. Das habe ich ja jetzt schon getrunken, das Bier, aber vielleicht finden wir noch ein zweites. Ja, also nochmal vielen Dank. Ne? Also sowohl an Regina für den Einwurf, als auch an den Mocker für seine Einwertung aus der Sicht eines Musikers. Dann machen wir mal weiter im Programm Olympia und Olympische Spiele. Habt ihr Lust, ganz kurz nur als Einstieg, dann kann ich auch unser neues Jingle hier abfeuern, die Funky Fun Facts einmal ganz kurz aufzuklären, was es mit Olympiade und Olympioniken auf sich hat. Denn das ist ja gar nicht so, wie man denkt. Aber first things first. But there used to be a time when we had two groups of people. You have people who know shit and people who don't know shit. Oh shit! Woo! Wunderbar. Also, Funky Fun Fact des Tages ist für mich, war es neu, ich habe es im Radio gehört bei 1 Live, habe es mir dann selber nochmal rausgesucht und man hört das all die Tage. Wir gucken gerade der Olympiade zu und das sind halt 11.400 Olympioniken. Aber der Beef natürlich, der liest ja die Süddeutsche Zeitung. Der wusste das schon. Und der weiß, was der Fun-Fact hier ist. Also warum ist das nicht ganz korrekt, lieber Beef? Na, die Olympiade ist genau genommen der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Also die Olympiade endet nach den 4 Jahren quasi mit den Olympischen Spielen. Das ist, glaube ich, und die Olympiade heißt eigentlich, ist eigentlich ein sich wiederholender Zeitraum, genau, von 4 Kalenderjahren. Genau. Und das ist im Prinzip die wesentliche Info. Also wir schauen im Moment gerade die Olympischen Spiele. Und das ist selbst, wenn man jetzt ganz streng das betrachtet, sind das ja eigentlich die Pariser Spiele, weil die klassischen Olympischen Spiele der Prollo hatte das ja wohl auch vorbereitet, fanden ja um den Olymp herum statt. Und den haben wir ja gerade in Paris nicht. Da gibt es den Montmartre und andere schöne kleine Hügel und Berge, aber kein Olymp. Aber gut, darüber wollen wir hinwegsehen. Aber dann die ganzen Olympioniken, die da rumrennen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also du darfst die Fun Facts auch gerne mit mir. Weißt du das, warum das keine Olympioniken sind?
Oder stand das nicht in der Süddeutschen? Das stand nicht in der Süddeutschen, nee. Das, okay, dann juhu, ist noch was für mich. Also Olympioniken sind streng genommen nur die Goldmedaillengewinner. Zumindest anno dazu mal. Heute sind das einfach alles Gewinner und da wird ja alles inkludiert und so. Und dann ist das auch nicht mehr so streng. Aber das fand ich persönlich neu. Ich habe das auch immer alles synonym verwandt und fand das ganz interessant. Insbesondere das mit den Olympioniken. So, Fun Fact zu Ende. Ja, ich, weil du es ja sagtest, also ist das, was wir jetzt so kennen, sind ja auch die offiziell, heißt das ja genau genommen, nur die Olympischen Spiele der Neuzeit. Ne? Das ist ja also die, in der Antike, also das genau weiß ich jetzt nicht, aber das war auf jeden Fall also wirklich Antike. Da war es ja so, dass das ja eher, dass das ja nicht so eine reine Sportveranstaltung war, sondern eher so religiöse Hintergründe auch hatte. Und dann eben auch Sport gemacht wurde quasi und dass diese Olympischen Spiele der Neuzeit das erste Mal, ich meine 1896, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 1896. Stattgefunden haben, da dann aber auch in Athen immerhin, also dann quasi. Ja, und das Krasse ist, also du hast das ja gerade gesagt, dass die ersten wirklichen Olympischen Spiele war im 8. Jahrhundert vor Christus und dann einfach mal 1200 Jahre lang, bis sie als heidnische Spiele verboten wurden. Also da müssen wir erstmal hinkommen. 1200 Jahre, wir haben jetzt gerade mal 100. Knapp oder 100, ja, 130 haben wir jetzt geschafft. Aber ich würde sagen, das ist eine wunderbare Überleitung zu Prollo. Wir kommen natürlich später auch noch zu den Bad News und Good News und wir haben noch ein bisschen, heute ein Social Media Toast, kein Roast, sondern einfach nur eine kleine Reminiszenz an die, oh, da kriege ich ein Bierchen gereicht. Eine kleine Reminiszenz an die Social Media. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich doch den Prollo kurz einladen. Du hast das vorhin so schön eingeteasert, dass du ja quasi so die vergessenen Disziplinen und Ähnliches da vorbereitet hast. Da können wir hier nämlich bestimmt auch noch was einstreuen. Ja, stimmt. Also vergessen sind die definitiv nicht. Die finden sie ja offensichtlich so breit im Internet, dass wir die auch alle gefunden haben. Okay. Aber da ist doch das ein oder andere dabei, ja, wo man sich denkt, ach ja, Tauziehen und Sackhüpfen zum Beispiel, das ändert ja doch eigentlich ihren Kindergeburtstag, auch rein optisch. Aber hat es beides gegeben, Tauziehen sogar 20 Jahre lang, Sackhüpfen tatsächlich nur einmal. Witzig finde ich auch Taubenschießen, und zwar mit echten Tauben. Das hatten wir aus relativ naheliegenden Tierschutzgründen irgendwann gelassen. Und, aber das, die gab es sogar bei den 1900er Spielen in Paris. Genau. Also da haben sie das gemacht. Genau, und der Sieger hat, Leon der Lunden hieß der, der erlegte offenbar 21 Tauben für seine Goldmedaille. Das ist ja auch schon mal ein respektables. Wie haben sie das denn gemacht? Das wird wahrscheinlich nicht erklärt. Ja, haben sie die dann da im Stadion hochlegen lassen, so wie eine Tontaube? Ja, Käfig auf und Feuer. Geil. So ist das. Wer vielleicht ein bisschen tierlieber mag, der steht vielleicht eher auf Pistolenduell. Das gab es 1906. Da wurde immer ein Niemand umgemäht. Da wurde mit Wachskugeln geschossen. Aber der Gedanke an sich ist eigentlich schon ganz witzig. Ja, gut, und jetzt kommt aber mein... genau genommen ist ja heute wie so ein bisschen beim Fechten halt auch. Ne? Also ich meine, das ist ja auch quasi ein Zweikampf in dem Sinne, wo man den Gegner eben treffen muss. Wobei es da ja, jetzt Boxen auch nur... Boxen gibt es auch. Also genau, wo es einfach ja auch da ja dann nur um technisches Treffen geht, also nicht um Erschießen oder Erstechen. Das ist ja ein bisschen blöd. Ja, genau. Und jetzt kommen meine Top 3. Nämlich einmal die Kunstdisziplinen von 1912 bis 1920, so Architektur, Literatur, Musik und so weiter, waren auch mal olympisch. Ist vielleicht auch mal keine schlechte Idee. Schön schreiben. Dann mein Platz 2 ist das Hindernisschwimmen, weil es einfach, ich stelle es mir sehr geil vor, wenn du schwimmst und musst dann noch über irgendwelche Hindernisse drüber. 200 Meter war die Strecke damals, das war auch 1900, da war man wohl noch ein bisschen kreativer, als man die Spiele gerade nochmal, das war dann die zweite Runde der Neuzeit. Das stelle ich mir einfach witzig vor und mein Top-Favorit ist allerdings da mit Einschränkungen, weil das war auch 1900 in Paris, hat es aber dann tatsächlich nicht ganz in die olympische oder in die Disziplin der Olympischen Spiele geschafft, aber man hat es mal versucht mit Pudelfrisieren.
Da wurde also mit 128 Leuten wurden, vor 6000 Leute wurden Pudel frisiert. Ja, passt und, ja zu Paris eigentlich. Champs-Élysées. Genau, Gold gab es für 17 frisierte Pudel und ich vermute mal, dass man es dann wieder gelassen hat, weil die Frage ist ja auch, wie groß ist denn so ein Standardpudel und was habe ich jetzt einen Vorteil, wenn ich einen zahmen Pudel erwische? Andere hatten Kratzbürstchen. Also Pudel frisieren finde ich ist wahrscheinlich noch unkoordinierter als auf Taubenballer. Ja, also was ich hier sehr koordiniert finde, ich habe nämlich auch noch eine Top 3 zu ergänzen. Also du hast schon definitiv die Sachen gesagt, aber was ich auch mir lustig vorstelle, das machten wir früher im Schwimmbad, im Freibad immer als Langstreckentauchen, war auch mal olympisch. Dann finde ich auch irgendwie witzig Tandemradfahren. Ja, stelle ich mir geil vor. Und jetzt die Weiterentwicklung des Tandemradfahrens ist das Einzelsynchronschwimmen. Wie bitte geht das? Das Einzelsynchronschwimmen. Da schwimmt der linke Arm mit dem rechten. Oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja. Ich habe auch noch ein paar Sachen. Ich habe hier noch, es gab auch mal eine Variante des Hochsprungs und zwar den Standhochsprung. Das heißt, man musste aus dem Stand quasi versuchen, über irgendeine Stange zu hüpfen. Da, das war wohl auch mehrere Olympische Spiele. Also 1904, 1908 war das. Da war dann auch ein Amerikaner dabei. Und das passt dann so ein bisschen zum Taubenschießen. Es gab auch das Hirschschießen. Also das wurde dann auch mal, wobei da sind keine richtigen Hirsche erschossen worden, sondern tatsächlich war das, wurde auf so eine Zielscheibe in Form eines Hirsches geschossen. Also das war dann eher so das Schießen, wie es auch heute nur statt Zielscheibe halt, wurde halt ein Hirsch irgendwie da anvisiert, in Anführungsstrichen. Und es gab auch mal das Motorbootfahren, das finde ich insofern jetzt gar nicht so spektakulär. Was ich dann noch spektakulärer finde, ist eigentlich, dass das Motorbootfahren bei der Premiere, das war in London 1908, stand das zum ersten Mal auf der olympischen Tagesordnung und auch zum einzigen Mal. Aber alle drei Rennen sind halt wegen schwerer See im Desaster geendet und nur jeweils ein Boot erreichte das Ziel und danach haben sie es irgendwie wieder gelassen. Ein wahrer Olympionik. Ja. Das war so ein bisschen, dagegen hast du hier die Buchse. Ach, cool. Ja, wir haben das erste Bier schon leer, Prollo, und jetzt guckst du wahrscheinlich in die Röhre und wärst lieber hier im Benanza-Keller, denn der Beef hat gerade noch was gereicht, warst du in Holland im Urlaub? Oder? Das ist aus den Niederlanden, genau. Das hat meine liebe Frau mir mitgebracht, die war da und da hat sie mir das auf jeden Fall, hat sie an mich gedacht und dann irgendwie gab es die Assoziation Bier und und dann vor allem der Name Dutch Bargain. Ja. der Sparfuchs. Der Dutch Bargain. Ein Dutch Bargain, Zeus Craft Beer, Tropical and Juicy. Genau. Es ist Pacific Haze. Genau, es ist ein New England IPA, also insofern. Und so hört sich das an beim Öffnen. Guck mal, der sag mal schon wieder, guck. Oh, eine Dose, die Schweine. Das war nur so leise. Ja, pimpen wir hinterher noch. So. Es gab übrigens auch Seilklettern. Das heißt, man musste ohne eine Sicherung an einem Seil 14 Meter in die Höhe klettern. Hm. Unter Bewertung flossen sowohl Geschwindigkeit als auch Technik und Ästhetik mit ein. Ja, interessant wäre ja bei all diesen Dingen auch mal zu wissen, wie viele Tote und Verletzte gab es eigentlich bei den Spielen früher. Da kann ich nochmal so ein bisschen die Überleitung schaffen zu den antiken Spielen. Da gab es nämlich durchaus mal hier und da Tote, vor allem wenn es dann vielleicht nicht mit der Machete, aber vielleicht ein bisschen körperlich zur Sache ging. Und der ein oder andere Olympionik wurde auch dann posthum beehrt. Das ist uns in der Neuzeit offenbar zumindest systematisch erspart geblieben. Aber so 14 Meter hoch ohne Sicherung muss man nicht haben. Also du hast dann Olympiagold gewonnen, bist zwar dann runtergefallen, aber auf deinem Grabstein stand, aber er hat den ersten Platz belegt. Ja. Großartig. Genau. Auch auf dem Friedhof. Ja, ist doch toll. Weißt du denn auch, seit wann Frauen an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen?
Ich weiß leider nur, dass das Maskottchen 1972 Waldi der Dackel war. Leider ja, kennt mich okay. auch nicht so aus. Das ist, hat jetzt wieder gar nichts miteinander zu tun, weil dieses Jahr, also die Olympischen Spiele 2024, rühmen sich ja damit, dass erstmals in der Geschichte eine Parität hergestellt ist zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden. Was ich persönlich ziemlich cool finde, denn tatsächlich muss ich sagen, wenn man so den ganzen Tag Olympia guckt, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt Männer, Frauen oder Frauen mit hohem Testosteronspiegel, was wir da auch alles jetzt so lesen, oder XY-Chromosomen sind, für mich als Konsument, denn das ist olympisch in jedem Fall und es ist unglaublich atemberaubend, diese Leistungen zu sehen. Und deswegen finde ich das ganz cool, aber vor 1900, also bei den ersten Olympischen Spielen, durften noch keine Frauen teilnehmen. Und ich schätze mal, 1900 war die Frauenquote auch noch nicht so richtig hoch. Aber das steht jetzt hier leider nicht. Es gab tatsächlich, das ist auch in meinem, ich habe einen Blog noch, es gab von 1922 bis 1934 gab es 4 Olympische Spiele nur für Frauen. Das nannte sich dann damals sogar die Frauenweltspiele. Also quasi, da wurde so eine Art Parallelveranstaltung erstmal geschaffen. Okay. Bevor sie dann in Anführungsstrichen zugelassen wurden. Wow. Großzügig. Großzügig, ja. Ja, wunderbar. Dann Prost. Ja, Prösterchen. Vielleicht, um das abzuschließen, hier unsere Informationsflut, nur ein kleiner Wissenstest an euch oder für euch. Man hat ja so den Eindruck, dass die Deutschen, und der ist auch nicht falsch, aktuell im Medaillenspiegel nicht besonders gut dastehen. Also ich habe mal so geguckt, in den letzten Jahren waren sie auf jeden Fall immer deutlich höher, als sie aktuell noch stehen. Das kann sich ja zum Ende hin noch verändern. Aber so zumindest am Anfang der ersten Woche waren sie ja sogar zweistellig. Und das war aber natürlich auch nicht immer so. Deswegen habt ihr so eine Vorstellung, was die Top 5 der ewigen Tabelle quasi sind, des ewigen Medaillenspiegels, Olympische Sommerspiele von 1896 bis 2021. Mal vielleicht einfach so ein Best Guess, jeder seine Top 5. USA, Russland oder Sowjetunion, beides, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Okay. Ja, ähnlich. China holt auf, aber ich glaube erst seit ein paar Jahrzehnten. Also die sind, glaube ich, noch nicht lang genug aktiv, in Anführungsstrichen. Und ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach den Ländern geschuldet, die, es waren ja nicht von Anfang an alle Länder dieser Welt beteiligt, ne? Und dann natürlich auch unterschiedlich groß und etc. Also ich habe nur gelesen, dass die USA auf jeden Fall beim Medaillenspiegel am ersten Platz auch sind, vom ewigen Medaillenspiegel, in Anführungsstrichen. Ja, ansonsten würde ich auch vermuten, Sowjetunion ist dabei oder Russland, wie man das dann jetzt auch immer zusammenzählt. Irgendwas anderes von dir, Prollo? Nee, ich hätte auch jetzt bei China mal die Dauerfrage aufgeworfen. Okay, das ist auch gut so, denn der Sommer war fast richtig, aber nur fast. Und ihr alle wart natürlich komplett richtig mit den USA. Die sind im ewigen Medaillenspiegel ganz weit vorne. 1058 Goldmedaillen, machen wir es mal nur daran fest, die sind überall fast doppelt so viel unterwegs wie der Zweitplatzierte, nämlich Russland, vermutlich einschließlich der Sowjetunion. Die haben nur 590 Goldmedaillen. Und dann kommt an dritter Stelle tatsächlich Deutschland. Ich vermute aber, dass sie die DDR damit reingerechnet haben. Ich müsste mal im Kleingedruckten schauen, aber vermutlich Gesamtdeutschland, also DDR und BRD und dann Bundesrepublik insgesamt, hat 438 Goldmedaillen. Und dann kommt Großbritannien, das hat auch einer gesagt. Und recht knapp dahinter, also das könnte sich in diesen Spielen ändern, ist die Volksrepublik China. Vor Frankreich. Ah, schon. Vor Frankreich. Also Frankreich wird es, glaube ich, auch nicht schaffen. Die haben nochmal 40 Goldmedaillen weniger als China. Und die Chinesen sind ja auch gut unterwegs. Also die holen vermutlich dieses Mal schon die Großbritannien. Die Briten ein. Deutschland hat aber fast doppelt so viele Medaillen. Nicht ganz, 438 zu 283. Aber wir haben noch einen satten Vorsprung als Dritte. Also ist alles gut, alles gut. Vor allen Dingen wir. Also wir ja auch. Wir Olympioniken. Du und ich.
die, zu den Chinesen muss man natürlich sagen, die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie besonders gutes Essen haben, wo dann auch irgendwie aus Versehen so Herzmittel irgendwie drin sind, die dann mal eben weiterhelfen. Ja gut, aber vor allem das hilft ja sogar per Fernübertragung, selbst wenn du das Essen gar nicht gegessen hast. Genau, selbst wenn du nicht in dem Hotel übernachtet hast, wo es gegessen wurde angeblich, ja. Also das ist schon großartig. Gut, wo wir gerade dabei sind, würde ich sagen, Zeit für die erste Rubrik. Wir haben ja so ein bisschen Olympia-Fakten gewälzt und müssen oder wollen einmal ganz kurz auch nochmal innehalten und die guten und schlechten Nachrichten, die uns persönlich da erreicht haben in den 2 Wochen, abholen. Und die guten Nachrichten, die kommen nämlich heute vom Sommer und haben auch was mit Olympia zu tun. So viel kann ich schon mal sagen, aber vorher das schlechte Jingle. I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Ja, so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Aber sag mal, möchtest du noch irgendwas sagen oder soll ich es einfach direkt abfeuern? Feuer es erstmal ab, dann sage ich gern noch was. Okay. Ha, Simone Biles, Turnerin von den USA, die in Paris schon 2 Goldmedaillen geholt hat, hat Donald Trump ordentlich einen mitgegeben, was mich natürlich freut. Und zwar, Donald Trump spricht gerne von sogenannten Black Jobs. Und damit meint er Jobs, die angeblich nur Schwarze oder typischerweise Schwarze machen. Und sie hat jetzt, wie gesagt, 2 Goldmedaillen gewonnen und hat gepostet auf X Foto von sich mit Goldmedaille und hat gesagt, I love my black job. Sehr geil. Freut mich. Ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch geil. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich würde höchstens noch hinzufügen, ich hätte es noch ein bisschen präziser sagen können, der Trump ist der Meinung, dass Schwarze eben diese Jobs nicht nur vornehmlich machen, sondern auch nur diese Jobs machen können. Da geht es irgendwie wohl um Handarbeiten auszuführen. Also er war sich auch nicht zu schade, irgendwie beim Kongress der National Association of Black Journalists aufzutreten und dort auch von Black Jobs zu sprechen, woraufhin der ganze Saal wohl irgendwie gestöhnt hat und sich alle nur noch den Bauch gehalten haben vor Lachen und ihn ausgelacht haben. Also mal wieder eine sehr traurige Geschichte über Donald Trump. Ja. Ja, wobei ich an sich ja ganz spannend finde, dass offensichtlich auch, Prollo, da bist du einfach dichter dran, jetzt nicht nur, weil du jetzt aktuell live in den USA bist, aber es scheint sich so ein bisschen, zumindest nehme ich das so über die Presse wahr, ein bisschen der Umgang da mit Donald Trump zu wandeln. Also, dass es scheinbar eine andere Herangehensweise ist und dass er, dass da einfach es eher so ein bisschen in die Richtung geht, ja, es ist halt der komische, seltsame alte Onkel irgendwie. Und wie gesagt, man darf ihn, glaube ich, nicht unterschätzen, aber es wird halt auch ihm weniger Bühne und Angriffsfläche geboten. Den Eindruck habe ich so ein bisschen. Das lässt einen hoffen, dass da doch nicht alle Demokratie verrückt verloren sind. Ist. Ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also, und ich meine, halten wir es hier mal fest, Trump ist ein Rassist, Punkt. Also da gibt es überhaupt nichts hinzuzufügen. Ja. Und damit sind wir eigentlich schon fast bei den Bad News. Prollo, ich hoffe, du hast jetzt 30 Minuten Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Trump ist ja immer eine gute Übergang zu Bad Baby. News. Also ich habe mich jetzt doch kurzfristig umentschieden. Ich wollte eigentlich auch was mit einer Nazi-Partei sagen, was mich ärgert. Vielleicht streue ich das demnächst mal ein, aber sonst geht die Stimmung völlig in den Keller runter. Die schlechte Nachricht für heute soll mal ein bisschen was mit Sport zu tun haben. Und zwar bei Sport 1 fallen seit kurzer Zeit die sogenannten sexy Sportclips im Nachtprogramm weg. Das ist schade, ja, für alle, die vor dem Internet Fernsehen geguckt haben, war eigentlich so der nächtliche Telefonsex-Werbemarathon immer das Mittel der Wahl. Also zumindest für die Verzweifelten würde ich mal sagen, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher,
Ich glaube, ich will unterstellen, dass da höchstens vielleicht mal angerufen wurde bei diesen Hotlines, wenn man irgendwie beim Kumpel zu Besuch war und das auf die Rechnung der anderen Eltern ging. Keine Ahnung. Also durchaus eine zweifelhafte Geschichte. So eine richtig gute Nachricht und damit für heute mal eine schlechte ist es insofern, als das Programm jetzt nicht nennenswert besser wird. Es gibt halt jetzt so zweitklassige Polizeidokus in der Nacht und sprich, das Spartenprogramm bleibt trotz allem auf so ein bisschen Bumsender-Niveau, wie Beef sagen würde. Und letztendlich, der Sender hat zwar Stellung noch bezogen und faselte irgendwas von gesellschaftlicher Verantwortung als Medienunternehmen. Letztendlich, sind wir mal ehrlich, ging es aber einfach darum, dass die Umsätze sich zunehmend ins Internet verschieben, wie geschrieben wird. Ja. Interessant finde ich, dass du ausgerechnet über Sport1, über einen Sender was berichtest, du alte Sportskanone. Ja, aber ganz ehrlich, das früher, damals hieß es ja noch DSF, ja, da war das S stand, glaube ich, für Sport allerdings. So, das ist tatsächlich, näher bin ich an Sport nie rangekommen, als was Sportcenter Nachprogramm. Das heißt, du hast Sport eigentlich nicht wegen des Sports geguckt, oder wie? Nein. Ja, jetzt ist es sowieso vorbei. Also Polizeidokus gibt es auch im Internet, wie so vieles andere. Und damit ist es eigentlich jetzt, bin ich nicht mehr zugeschaut. Okay. Ja, komm, dann hast du jetzt so schön es auch geschafft, heute sogar den sportlichen Grundtenor hier beizubehalten. Dann schwenken wir doch direkt wieder auf die olympischen Disziplinen über. Mütze, Glatze hat ja bisher, glaube ich, meines Wissens nie dazu gezählt. Und der Beef, der greift ja schon an den Kopf. Wir haben doch so viele schöne Medienerzeugnisse zu diesem Thema hier zusammengetragen. Wir sind ja ein Medienpodcast. Also, Jungs. Ja, willst du jetzt tatsächlich was über Disziplin hören oder soll ich mal eine Geschichte rausschießen, die ich mir herausgesucht habe, die ich unbedingt loswerden will? Ja, du entscheidest. Also das ist ja hier noch nicht Nordkorea. Na, so ein Glück. Dann werde ich tatsächlich mal hier was raushauen. Und zwar, wie ihr ja so weitgehend zumindest auch, der Prollo ist ja irgendwie so ein klein bisschen jünger als wir, sind wir ja doch auch ein ziemliches Kind der 80er. Und ich musste unbedingt eine Geschichte bringen, die mich irgendwie nicht verlassen hat seither, obwohl sie lange her ist. Und zwar geht es hier um den absoluten Goldanwärter im Zehnkampf 1988 in Seoul, Jürgen Hingsen. Er hatte 1984, 4 Jahre zuvor, in L.A. Silber gewonnen. By the way, was war das Lied der Olympiade 1984? Ihr wisst es doch bestimmt, oder? Ben und Beef? Giorgio Moroder? Giorgio Moroder sagt mir was. Aber Reach out for this medal. Reach out for the medal, ja, genau. Richtig, auch Respekt. Ein richtiger Hit war das damals. Auch so ein Lied, was ich irgendwie nicht vergessen habe, weil 84 war, glaube ich, echt so meine erste Olympiade, wo ich ja quasi mitgemacht habe, weil ich am Fernsehen saß. Olympische und Spiele. Jürgen Hingsen gehuldigt habe und dann 88 war er Goldfavorit, weil Daley Thompson verletzt nicht dabei war. Und er ist also als Favorit auch irgendwie mit irgendeinem Weltrekord zwischendurch mal, die werden ja auch immer dann wieder gebrochen, aber jedenfalls war er wirklich mit guten Zahlen sozusagen nach Seoul gereist. Und die erste Disziplin im Zehnkampf ist der 100-Meter-Sprint. So, und dann saßen sie da alle oder hockten sie da alle an der Startlinie und der Startschuss kam. Und der Startschuss kam zweimal. Fehlstart. Jürgen Hingsen zu früh raus. Ich habe es mir nochmal im Video bei YouTube angeguckt. Man kann es auch ohne große Hilfsmittel in der Zeitlupe sehr, sehr gut sehen. Zweiter Start. Startschuss kommt. Zweiter Startschuss kommt direkt hinterher wieder Fehlstart. Und in der Zeitlupe kann man wieder unschwer erkennen, Jürgen Hingsen. So, und jetzt ist es damals so gewesen, dass du beim dritten Mal disqualifiziert wirst. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Das heißt, es war klar, er darf sich jetzt keinen weiteren
Fehlstart mehr erlauben. Sonst ist er noch, bevor dieser Zehnkampf mit der ersten Disziplin überhaupt begonnen hat, wäre er raus. So, und ob er das dann geschafft hat oder nicht, das können wir uns jetzt mal anhören. So, jetzt gilt es also wirklich Daumen halten und hoffen, dass er nicht die Dummheit begeht, ganz früh wieder in den Start hineinzugehen. Jetzt muss er, Gott behüte, auf ein Zehntel verzichten, um nicht gleich am Ende aller Hoffnungen, aller Träume zu sein. Das gelingt ihm leider nicht. Ja, leider ist es auch da schief gegangen. Da brauchte man dann tatsächlich aber ein besseres Auge, um das zu sehen. Das war sehr knapp, aber es war sein dritter Fehlstart. Und der große Goldfavorit wurde disqualifiziert. Und noch heute wird er natürlich darauf angesprochen. Auch bei jeder Olympiade ist er dann natürlich auch wieder gefragt, wenn es um Zehnkampf geht. Und dann kommen auch die alten Geschichten wieder. Und er hat gesagt, das hat ihn noch jahrelang in seinen Albträumen verfolgt. Und Hintergrund war wohl, dass er chronisch immer mit der Patellasehne zu tun hatte. Und er hatte auch da wieder mit der Patellasehne zu tun. Und er wusste, im Hochsprung, da wird er allenfalls zwei Versuche schaffen mit dieser irgendwie entzündeten, gereizten, wie auch immer. Und deswegen wollte er besonders gut wegkommen im Start vom 100-Meter-Sprint. Und außerdem war es wohl auch so, dass diese Startposition ihm auch Schmerzen bereitet hat und auch von daher er schnell weg wollte. Und naja, so ist es schiefgegangen und er war sozusagen über Nacht in Deutschland, war es wohl Nacht, nehme ich an, der Depp der Nation. Und das, obwohl Jürgen Hinkson echt so ein Heldentyp eigentlich ist. Wer ihn kennt, vielleicht noch vor Augen hat, der weiß, was ich meine. Eine sehr tragische Geschichte. Diesen Heldenstatus, den hat er doch auch so ein bisschen mit der Zahnpasta dann später dran gegeben. Das war doch der dann auch des Dopings überführt wurde. Nee. Oder war das der Baumann? Das war der Baumann. Ich verwechsel die. Ja, okay. Jürgen Hinkson ist so dieser Tom Selleck in lang. Ja, genau. Ja. Der hatte was von Tom Selleck und deswegen der Davy Thompson, der so auch gerne mit Psychotricks gearbeitet hat, er hat sich mit Jürgen Hinkson, die zwei waren auch wirklich Rivalen, die mochten sich nicht, der hat ihn dann auch irgendwie Hollywood Hinkson oder so genannt, weil der so wie so ein Schauspieler daher kam. Es gibt schlimmere Spitznamen. Ja, gibt schlimmere Spitznamen, das stimmt. Aber ja, ich damals als Kind noch, kann man sagen, ich war echt enttäuscht, war echt traurig. Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, das ist ja gerade bei den Olympischen Spielen immer noch so ein Thema, dass ja eben Sportler in Sportarten, die jetzt nur so eine überschaubare Aufmerksamkeit haben, und ich meine, Zehnkampf hat ja eigentlich noch eine relativ große Aufmerksamkeit, aber ist ja trotz allem nicht zu vergleichen mit Fußball und Co. Also du arbeitest halt auf ein Event hin und und wenn du da dann, ich sag mal, auf so hohem Niveau dann scheiterst oder auch so, das geht ja um Hundertstel Sekunden dann irgendwie, dann ist das schon auch, birgt das ja immer schon auch eine gewisse Tragik dann halt irgendwie, ne? Also in irgendeiner Form oder auch so, also ich meine, ich finde das ja auch immer dann faszinierend, wie eng dann auch die Spitzengruppen zusammen sind und manchmal sind es ja dann wirklich nur wenig, also jetzt am deutlichsten hatten wir es ja bei dem 100-Meter-Lauf der Herren irgendwie gesehen, ne? Also die waren, also der zweite war von dem ersten 5000stel entfernt, das ist nichts, keine Ahnung. Das ist völlig albern irgendwie, ne? Das ist gar nichts. Und dass dann solche, das finde ich immer so ein bisschen auch diese Medaillenfixiertheit finde ich dann auch echt so ein bisschen schwierig bei den Olympischen Spielen. Das ist ja eigentlich gar nicht der Gedanke dahinter, sondern dass man dann überhaupt, dass dann viele sagen, dass diese Teilnahme an den Olympischen Spielen etc. so besonders ist. Und aber das natürlich auch gerade von den Medien, aber auch von jedem von uns dann irgendwie natürlich der Goldmedaillen oder die Goldmedaillengewinnerin dann irgendwie besonders ist. Aber naja, wenn du halt, was weiß ich, mit 500stel dahinter bist, hast trotzdem eine Top-Leistung abgeliefert, die, keine Ahnung, 99,999% der Menschheit nicht auf die Kette kriegen würde, bist dann aber nur Vierte, dann ist das irgendwie
tragisch und auch wieder nicht. Da gibt es übrigens auch eine schöne Anekdote von den Olympischen Spielen 1936. die beiden Japaner. Wolltest du das machen? Habe ich auch, ja, aber ist egal, mach du. Nee, du, also es passt ja jetzt gerade so gut, ja, diese Fixiertheit auf die Medaillen. Da gab es zwei japanische Stabhochspringer, die beide den zweiten Platz belegt haben mit absolutem Gleichstand. Und ich weiß gar nicht, das wurde dann irgendwie nicht weiter ausgesprungen. Und dann haben sie, irgendwann haben sie gesagt, so, das bleibt jetzt so, wir teilen uns das. Und dann sind sie hinterher hingegangen, haben die silberne und die bronzene Medaille in der Mitte durchgeschnitten, haben sie wieder zusammengeschweißt und sich jeweils eine umgehängt. Also genau. Nicht live im Stadion, aber halt nach den Spielen. Genau. Das finde ich 1936. Das waren zwei Japaner. Also ich hab die Geschichte auch rausgesucht. Und, weil es gibt ja eine ähnliche Geschichte jetzt gerade erst vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, wo Hochspringer auch beide dann zusammen entschieden haben, nee, wir springen es nicht aus. Und dann haben die beide beide Gold gekriegt. Mhm. Ich weiß, bei einer WM oder so war das. Und nur weil du gerade den 100-Meter-Sprint angesprochen hast mit den 5000stel, der, ich glaube, Jamaikaner, der Zweiter geworden ist, ich glaube, Jamaika war das, der sagte zu dem Thema übrigens, nee, er will keine geteilte Goldmedaille. In unserer Disziplin kommt es halt auf jedes Tausendstel an. Na ja, klar. Und ne, dann bist du halt Zweiter. Nee, völlig d'accord. Das ist auch alles in Ordnung. Also man muss sich halt einfach reinziehen, also 5000stel ist nichts. Also das ist tatsächlich quasi nichts. Das ist halt so das, was ich so denke. Und ich finde halt, gefühlt waren alle Läufer unter 10 Sekunden da irgendwie in dem Herrensprint. Ne? Das sind unfassbare Zeiten halt. Da hättest du wahrscheinlich vor 15 Jahren hättest du da einfach völlig entspannt Gold gewonnen, in Anführungsstrichen. Und das finde ich halt so ein bisschen immer das Schwierige bei den ganzen Themen. Und ich habe diese Medaillen der Freundschaft, das fand ich auch, das ist tatsächlich heute in Japan, steht das nach wie vor für Sportsgeist quasi, ja. diese geteilten Medaillen. Also ich habe bei mir, wo ich jetzt das recherchiert habe, da wurde noch argumentiert, dass der eine, das ist der Japaner, ob das jetzt richtig ausspreche, Nishida Shuhei, der hat dann letzten Endes die Silber Medaille bekommen und Oe Sueo, keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist, tut mir leid, der hat die Bronze bekommen, weil der Nishida weniger Fehlversuche hatte, also im Vorfeld. Und die haben aber insgesamt, da steht hier auch, also sie haben 5 Stunden diesen Hochsprung versucht auszufechten und haben dann einfach gesagt, okay, Feierabend, Leute. Und es stand dann unentschieden. Das finde ich aber eine schöne Geschichte irgendwie. Das ist ja das, was so für diesen Geist dahinter steht halt. Ne? Dass absolut, man, ja. Dass man eben auch, dass die Sportler auch wirklich die Leistungen anderer anerkennen. Ja. Und von daher. Ja, und da passt eigentlich ganz gut, wenn wir nochmal ein kleines Intermezzo hier machen können mit unseren Standardrubriken, unser heutiger Social Media Toast dazu, wo wir normalerweise irgendwelche Influencer roasten, will ich heute mal den sozialen Medien zu toasten mit einem leckeren Bier, hier aber erstmal das Jingle. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Boy, that escalated quickly. Genau, das ist, wie gesagt, gemünzt darauf, dass wir uns jetzt hier richtig einen von der Seele roasten. Möchte ich heute gar nicht machen, denn der Spiegel hat unter dem wunderschönen Titel Kappentaucher, Auftragskiller und Superman am Pauschenpferd einfach mal so ein bisschen die sozialen Medien durchforstet. Und dieser Artikel ist einfach zu schade, um ihn hier nicht zu erwähnen. Ich werde es nicht alles vorlesen, aber das könnt ihr euch dann in unseren Shownotes wirklich nochmal reinziehen. Es gibt so ein paar Internetsensationen, die zu den Olympischen Spielen entstanden sind. Und den ersten, den ich euch vorstellen möchte, ist Yusuf Dikeç. Ich vermute, das spricht man so aus, der türkische Hitman. Ihr müsst euch vorstellen, Pistolen schießen, da sind die Leute normalerweise richtig hart ausgestattet mit Spezialbrillen, irgendwelchen kleinen Lupen und sonstigen Geschichten. Aber Yusuf, der steht da ganz lässig, einfach mit der Hand in der Tasche,
mit einer normalen Brille auf und ballert so aus der Hüfte sich zur Silbermedaille. Und das fanden, dieses Bild ist wirklich unglaublich cool. Und das finden die sozialen Medien natürlich auch cool. Und da hat hier einer, das wird jetzt hier beim Spiegel bei X zitiert, mit dem Namen @Hitman, schreibt dann: Meanwhile, @Hitman, the lore is explaining once again, congratulations Turkey and Yusuf Dikech on the silver medal. Und dann gibt es hier so einen kleinen Comic und es gibt unglaublich viele Memes mit dem Typen, wie der so wie der absolut coolste Auftragskiller der Welt daherkommt. Also das lohnt sich wirklich. Und auch eine Reminiszenz an den Film ist Steven Nedorostchik, ein US-Turner, der auch fotografiert wurde, wie er während einer Pause des beim Turnen, also der turnt halt, ich muss jetzt mal gerade nochmal, das Pommelhorse heißt das, glaube ich, auf Englisch. Er gilt jetzt als der Pommelhorse Guy. Auf Deutsch ist das Pauschenpferd. Also der turnt am Pferd, dieser dicke, fette Block mit dem, ich glaube, mit den Griffen, das Ding ist das. Und er hat sich dann in einer Pause in dieser Halle einfach, hat eine Brille auf, was ihn dann schon direkt intellektuell aussehen lässt, und schläft oder meditiert so vor sich hin. Dabei wurde er fotografiert und dann schreiben sie hier: obsessed with this guy on the US men's gymnastic team whose only job is Pommelhorse. So he just sits there and waits until he's activated like a sleeper agent, whips off his glasses like Clark Kent, Superman, and does a Pommelhorse routine that helps deliver the team its first medal in 16 years. Das, auch dieses Bild ist unglaublich geil. Der sieht, hat was von Clark Kent, in der Tat. Und ist dann natürlich auch so ein kleiner Superman. Ich mach mal ein bisschen weiter runter. Da sind wirklich ganz viele schöne Beispiele. Aber ein Beispiel, was auch heute die Good News hätte machen können, ist das Selfie der südkoreanischen und nordkoreanischen Tischtennisspieler. Ich weiß nicht, ob die Damen und Herren aus Nordkorea das überleben. Ich weiß nicht, ob so eine Flak gespannt werden, wenn sie nach Hause. Genau die Frage habe ich mir auch gestellt, wo ich das Bild gesehen habe, wo ich gesagt habe: okay, Leute, das war jetzt schlecht. Da stehen so im Vordergrund, für die, die es nicht kennen, zwei nette südkoreanische Sportler, eine Sportlerin, ein Sportler, und da hinten dran die die Tischtennis-Mannschaft aus Nordkorea, und schießen ein Foto und alle lächeln ganz nett, außer der ganz hinten, der guckt so ein bisschen grimmig, der stolpert so in die Szene und wird es vielleicht überleben. Aber die drei vorne, die grinsen eindeutig, und das wird natürlich absolut gefeiert, ist aber für die gegebenenfalls schon gefährlich. Da gibt es andere Sachen, auch Summer Simone Biles kommt vor mit einer anderen Geschichte, aber diese passt da auch rein. Und Bob the Cap Catcher ist auch eine Internetsensation. Das ist irgendein Typ, der mit einer recht bunten Badehose in die Fluten des Schwimmstadions gesprungen ist, um eine verlorene Badekappe wieder rauszuholen. Und da der diese unglaublich bunte Hose, das ist so ein Ordner, diese unglaublich bunte Badehose unter seinen Klamotten hat, wird er jetzt abgefeiert als Bob the Cap Catcher. Das ist ganz schlimm für die Plop-Sounds hier in dem Mikro. Also Snoop Dogg kommt vor, es kommt vor Tom Daley, nicht verwandt mit dem von Summer eben zitierten Tom Daley, der Turmspringer, der in seinen Pausen immer strickt. Pullis strickt, und Ryan Murphy, der Schwimmer, der erfahren hat, live on air oder nach seinem Wettkampf, hat die Bronzemedaille geholt, und seine Frau hält im Publikum: it's a girl, Ryan. Also weiß er, dass er Vater einer Tochter wird. Es sind viele geile Sachen, und die letzte, die ich euch kurz vorstellen muss, weil der Summer und ich ja auch so Fußballfans sind, das ist Flavia Saraiva. So, eine Brasilianerin jedenfalls. Eine Turnerin, und das denke ich jedes Mal, die hat sogar die Bronzemedaille gewonnen und ist am Stufenbarren abgeschmiert, hat sich auf Deutsch gesagt voll auf die Fresse gelegt, hat ein riesig blaues Auge komplett zugeschwollen, ein Cut von oben nach unten, und dann wird sie hier bei X gegenübergestellt,
gegen keinen anderen als Neymar, der wirklich bei jedem Windhauch umfällt. Und dann schreibt er einfach nur Football players when there's a gust of wind versus gymnasts after they smash their face into the bar. Und das ist wirklich wahr. Also diese junge Dame, die hat sich also komplett das Gesicht ramponiert und weitergeturnt und noch die Bronzemedaille geholt. Und da wälzt sich Neymar so. Da gibt es dieses ganz berühmte Meme, wo der sich so durchs halbe Stadion 20 Meter wälzt. Ja, das gerade bei den Turnern. Ich glaube, die sind hart im Nehmen. Ich meine mich zu erinnern, das war jetzt, ich weiß nicht, ob es Olympische Spiele waren oder nur in Anführungsstrichen Weltmeisterschaften, das vor ein paar Jahren auch ein deutscher Turner, der hatte einen Bänderriss und hat trotzdem am, ich meine auch am du hattest es doch eben da, dein den Balken da. Ja, genau, Balken da. Balken. Hatte Pommelhorst. Pommelhorst, genau, das war's. Und, ein Pauschpferd, wie das ging dann alles, weil er hatte das, aber das Problem war halt die Landung. Also er wusste in dem Moment, wenn er da von dem Pommelhorst springt und landen wird, dann wird ihm erbärmlich wehtun. Und ja, das sieht man auch so ein bisschen, aber er hat die Landung auch gestanden. Also das ist dann, also das muss man sich mal reinziehen. Also ich meine, wer schon mal ein Bänderriss hatte, weiß, das ist kein Spaß. Und das ist auch keine Erkältung. Also das ist tatsächlich übel. Und also faszinierend teilweise. Yo, also das heute mal der Social Media Toast, weil ich hatte mich einfach so gefreut. Man kriegt das ja so mit, so beiläufig, du guckst die Spiele, guckst ein bisschen im Internet, irgendwann schlägt die Bubble zu und präsentiert dir nur noch den ganzen Kram. Aber das, sind ein paar schöne Geschichten dabei. Aber das Bild der Spiele ist doch der Surfer da, der da in der Luft schwebt, oder? Der ist natürlich auch hier drin, stimmt. Aber den kann man so schlecht vertun. Dieser Surfer, ikonisches Foto, vor allem derselbe Fotograf schwebt quasi. Hat ja Tage später, das war derselbe Fotograf, der Tage später noch den Wal, als der Surfer gewonnen hat, im Siegeslauf ist ja im Hintergrund so ein großer, weiß nicht, Buckelwal oder irgendwas aus dem Wasser gesprungen. Und das hat der auch mega scharf. Der hat gar nicht, wie der das wusste, dass da jetzt der Wal rausspringt. Der Surfer ist unscharf im Vordergrund und der springende Wal, so in der Fontäne da, die aus dem Wasser spritzt, ist mega scharf. Der Typ hat bei diesen Spielen zweimal echt geile Fotos gemacht. Goldstandard gesetzt. Ja, das ist auch so ein Meme geworden, dieses Foto von diesem Surfer. Unglaublich. Kennt ihr das? Ja, ich habe es auch gesehen. Das ist mega. Also man meint, das wäre eine KI-Produktion. Man kann gar nicht glauben, dass es ein echtes Foto ist. Ja. So, dann müssen wir mal weitermachen hier im Takt. Ihr habt bestimmt noch auch Geschichten abzuliefern. Also ich hätte noch so ein bisschen Kleingram. Da kann ich ja mal berichten. Eine davon, also das nennt sich jetzt hier 10 Dinge, die ihr noch nicht über Olympia wusstet, quasi. Die Medaillen der Freundschaft, das hatten wir eben schon. Dann finde ich auch eine tatsächlich ein bisschen auch zwiespältige Geschichte. Da geht es um die Judo-Kämpferin Debbie Allen. Die ist tatsächlich beim Judo, wer es nicht weiß, da geht es vor allen Dingen, also geht es auch um das Gewicht der Athletinnen und Athleten. Das heißt, man muss bestimmte Auflagen erfüllen und wer zu viel wiegt, kann dann tatsächlich nicht mehr entsprechend teilnehmen. Und das war bei den Olympischen Spielen in dem Fall 2000 in Sydney. Ist das der genannten Debbie Allen passiert? Ihr fiel auf, dass sie möglicherweise zu schwer sein konnte und versuchte dann kurzfristig noch Gewicht zu verlieren. Also sie hat sich die Haare geschnitten und zwar war dann auch noch mehrere Tage, hat sie wirklich in der Sauna ausgeschwitzt, was auszuschwitzen war und ließ sich am Ende sogar nackt wiegen und war dann trotz allem immer noch 50 Gramm zu schwer. Und musste dann leider wieder nach Hause fliegen, also durfte nicht teilnehmen an den Olympischen Spielen. Das ist bitter quasi, das ist tatsächlich ganz bitter und wiederum eine schöne Geschichte, also wo ich auch so denke, Mensch, was das dann da wieder ausmacht. Da geht's um, das war 1984 in L.A., da hat die Marokkanerin Nawal El Mutawakkel über 400 Meter Hürden die Goldmedaille gewonnen. Und sie war nicht nur die erste Afrikanerin, sie war auch gleichzeitig die erste Muslima oder Muslimin und auch die erste Goldmedaillengewinnerin für Marokko. Und da war der marokkanische König so stolz, dass er direkt einen Befehl rausgegeben hat. Also alle Kinder, die an diesem Tag geboren worden sind, müssen den Namen Nawal tragen. Also das finde ich auch eine ganz, also an sie eine ganz schöne Geschichte irgendwie. Oder
Hier auch, da geht es um den äthiopischen Läufer Abebe Bakila, der 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom eigentlich nur starten durfte, weil sich ein Teamkollege, der vor ihm gesetzt war, verletzt hatte. Und und ihm passten dessen Laufschuhe nicht. Er hatte keine eigenen, bis seine eigenen waren durchgelaufen. Und er hat den Marathon dann barfuß gelaufen und hat die Goldmedaille gewonnen. Also das ist tatsächlich inklusive neuem Weltrekord. Vielleicht kann ich da, weil du eben schon sagtest, die Judoka hat sich nackt gewogen, der rennt jetzt barfuß. Das habe ich hier auch gelesen. In den antiken Spielen haben die ganzen Athleten tatsächlich auch nackt die Wettkämpfe ausgetragen. Das ist einfach geil. Also, weil wir am Anfang das Thema hatten, was da wohl die Latte gerissen hat, das ist da also durchaus sehr möglich gewesen, weil da nicht meine Hose drüber war. Jetzt. Okay. Das ist echt interessant. Die erste Geschichte von dir, Beef, ist übrigens, hat sich im Prinzip jetzt bei diesen Olympischen Spielen wiederholt. Also nicht, dass sich die Frau nackt hat wiegen lassen, aber da ist jetzt auch eine, musste nach Hause fahren. Die hat es sogar bis ins Finale geschafft. Die war, glaube ich, Goldfavoritin. Ich weiß nicht, ob das Ringen oder was das war. Irgendwie sowas in der Richtung der Inderin. Und die ganze Zeit war sie offensichtlich nicht so schwer. Aber jetzt beim entscheidenden Kampf 50 Gramm disqualifiziert und ab nach Hause. Und also ich meine, sie wäre Inderin und irgendwie ein Sportminister oder irgendwer hat auf jeden Fall ganz groß gepostet, sie sei eine Heldin und weiß nicht was. Und ja, da gibt's ja auch den berühmten, auch als Social-Media-Meme, den Muffin-Man, der die ganze Zeit, irgendein Schwimmer, meine ich, der postet die ganze Zeit diese geilen Muffins aus dem olympischen Dorf. Die seien wohl unglaublich lecker. Und da heißt es, der hat sie sich am Nachttisch überall, hat er diese Muffins sich hingestellt, weil er die so gut findet. Vielleicht hat die auch bei den Muffins zugeschlagen und hat einfach ein zu viel gegessen. Was musst du dich da ärgern? Du kommst durch das Turnier mit deinem Gewicht und dann hast du vielleicht den Finaleinzug dann doch zu sehr gefeiert. Ein bisschen viel gefeiert. Ja. Ein Muffin zu viel. Also das ist schon, das ist schwierig. Ja, ich finde das auch sehr grenzwertig. So, jetzt noch mal ein paar Fragen. Also man muss ja auch mal ein bisschen versuchen, hier Wissen rauszulocken. Okay. Die Goldmedaillen, sind die aus Gold? Ja, nein, vielleicht? Nein. Nur vergoldet, so viel ich weiß. Genau, sind mit 6 Gramm Gold überzogen. Und jetzt die zweite Frage. Wann war das letzte Mal olympische Medaillen komplett aus Gold bestanden? Als sie noch nackt geturnt haben? Nee. 1920. Also schon noch in der Neuzeit, ja? Ja, wir reden immer nur von den Olympischen Spielen der Neuzeit, ja. Ich würde sagen 1936. Noch aus Nazi-Gold. Ja, Nazi-Gold noch unter das Volk gebracht. Genau, fast. Also 1912 war das letzte Mal. Da stand eine Medaille, bestand das letzte Mal eine Medaille komplett aus Gold. Was hatten wir denn noch? Welcher Sänger einer bekannten Band hat sich 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau qualifiziert? Jürgen Hingsen? Bei welcher Band hat er gesungen? Was für ein Ding? Was war also ein Sänger genau einer bekannten Band hat sich Sänger. Tatsächlich 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau als Schwimmer. Ja, das kann ein Deutscher nicht gewesen sein wegen des Boykotts. Oh, er wieder, ne? Ja, die haben ja boykottiert. 1980 und sind trotzdem Dritter am Medaillenspiegel. Ja. Sonst irgendwelche Ideen? Amerikaner? Nein. Brite. Nein. Italiener. Ich habe ja nicht gesagt, dass das richtig ist, was der Sammer sagte. Es ist ein Deutscher. Ha. Ja. Welches Deutschland hat denn 1980 möglicherweise in Moskau die doch teilgenommen? DDR hat nicht. Von den Pudis hat bei den von den Pudis einer mitgemacht. Eine schöne Idee, aber nein. Ich kenne ja nicht Pudis so viele Ostbands. Also es ist keine Ostband. Die Band ist erst bekannt geworden nach Grenzöffnung quasi. Ja, die Prinzen. Die sind ja. Ja, nein. Also ich weiß, dass Bud Spencer mal da war. Ja, Bud Spencer, aber der war kein Sänger. Und Tarzan war auch mal da. Auch kein Deutscher übrigens, Bud Spencer. Das aber der Tarzan doch, ne? Johnny Weissmüller. Weissmüller war auch nicht. Und das war auch schon, ist auch viel länger her. Der war 1980, glaube ich. War der nicht mehr so weiß, war der schon grau. Ich sag mal Row Zero.
Rammstein, von Rammstein einer? Ja, der Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Der war bei den Olympischen Spielen? Er hat sich für die Olympischen Spiele in Moskau qualifiziert, aber er durfte... Nein, im Schwimmen. Deswegen sagte ich Schwimmen. Und der durfte aber nicht starten, weil er sich vor den Wettkämpfen unerlaubt aus dem DDR-Hotel entfernt hat und sich von Kollegen aus der BRD im Mannschaftsbus klassenfeindliche Aufkleber besorgt hat. Viel ganz witzige Geschichte eigentlich, aber der hat sich tatsächlich als Schwimmer der war früher wohl durchaus erfolgreicher Schwimmer und hat sich dafür die Olympischen Spiele qualifiziert. Nicht schlecht. Das ist so wie diese eine Sportlerin, die nicht, die disqualifiziert wurde, weil sie heimlich den Eiffelturm besucht hat jetzt dieses genau, Jahr. Genau, das ist tatsächlich auch so ein bisschen. So, jetzt nochmal, also letzte Frage, danach entlasse ich euch auch aus dem ganzen Fragedingens. Das olympische Symbol sind ja die 5 Ringe. Wisst ihr, was sie bedeuten? Stehen für die 5 Kontinente. Kontinente. Richtig. Und die Farben. Die Farben sind rot, blau, grün, gelb und schwarz. Das sage ich euch mal. Und warum wurden die Farben gewählt? Das sind doch normale Farben. Ja. Also was gibt es sonst noch für Farben? Das hatten damals so 5 CMYK-Farben, ne? Genau. Der Weiß scheidet insofern aus, als dass es eben vor dem weißen Hintergrund nicht so raussticht. Das ist richtig. Nee, die haben aber eine Bedeutung tatsächlich, die Farben. Weil jede Flagge dieser Welt mindestens eine von diesen Farben beinhaltet. Was sich alles auf die Schnelle googeln lässt, ne? Das ist ganz erstaunlich. Ja, das ist ja auch. Ich habe hier einen Artikel, genau. Also, den könnt ihr in den Shownotes finden, der nennt sich 24 kuriose Fakten über die Olympischen Spiele. Bei mir sind es nur 10, um die Leute nicht zu langweilen. Also es ist tatsächlich so, dass weil die Flagge jedes Landes der Welt mindestens eine dieser 5 Farben aufweist. Das ist der wesentliche Punkt. Ich wusste das tatsächlich nicht und das ist auch ein sehr schöner Funfact gewesen, genau. Weil das würde ich mal behaupten, wissen die wenigsten. Das wussten auch die. Also mit den fünf Ringen, das mit den Kontinenten fein. Mhm. Was ganz witzig ist, das ist hier noch als kleine Fußnote eingebaut mit diesen Farben. Die Flaggen von Lettland und Katar haben allerdings einen eher rot-bräunlichen Touch. Also da wurde dann das Rot-Bräunliche einem Rot zugeordnet. Es ist jetzt auch nicht so gewagt, weil das sind ja schon so die Farben. Ja, also genau. Ja, sehr schön. Also jetzt bin ich aber quasi, dann wäre ich durch mit meinen Sachen und ich... Als Belohnung kriegst du jetzt nochmal einen Schluck Gallia Paris 1890 Champ Libre das ist das Blonde Non Filtré. Also ein bisschen unfiltriertes Blondes. Also da freue ich mich. Eine große Flasche und die habe ich im Supermarkt gekauft und dachte, naja, was wird so ein Bier schon kosten? Hinterher, als ich es wusste, habe ich gedacht, hätte ich sie doch mal nicht gekauft. So lieb habe ich schon. Stattdessen ein Auto oder was? Nein, aber das ist also schon, scheint schon irgendwie, ich muss das mal googeln, was das eigentlich ist, weil das habe ich in einem ganz normalen Supermarkt gekauft. Also, und mir gefiel einfach die Flasche, mir gefiel natürlich auch der Korken hier, da ist der gallische Hahn drauf. Muss man haben. Ja, muss man haben. Und es passte so schön zu diesen Gallia Flaschen. Aber du sagst ja, es ist nicht filtriert, ne? Es ist ein bisschen leicht trüb, aber es ist trotzdem eine positiv goldene Farbe. Liegt jetzt aber seit Wochen auf Eis, könnte man so sagen. Liegt auch ganz geschmeidig im Glas. Ja. Bei dem coolen Etikett muss ich jetzt, glaube ich, die leere Flasche auch wieder mit nach Hause nehmen. Die kann ich ja nicht einfach wegschmeißen. Ja, wie du magst. Also du darfst sie auch gerne wegschmeißen. Also, oder sammelst du seit neuestem Etiketten? Dann hätten wir einen Deal. Etiketten. Ja, ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich die am besten ablöse. Ich habe mal eine Zeit lang auch Etiketten gesammelt. Das war mir dann aber tatsächlich mit dem Ablösen zu. Ja, ich habe noch eine ganze. Also ich finde Bier. Ich trinke gerne Bier, aber ich finde Bier eben auch von der Verpackung, von der Aufmachung. Ich liebe Bierflaschen. Ich liebe die Korken. Ich liebe auch die Etiketten. Also auch ein schön gemachtes Etikett, wie beim Wein. Ja, die meisten Leute beim Wein kaufe ich Bier nach Etikett, teilweise auch einfach nur. Ja. Es sei denn, da ist Altbier drin, weil ich das einfach schön finde. Ich finde diese ganze Bierkultur von A bis Z unglaublich ansprechend. Kann ich nicht... Nein, da bin ich ganz bei dir. Also nur sammeln würde ich es halt immer nicht. Also nee, ich freue mich dann drüber. Bringt auch nichts. Also verstaubst nur und machst dir nichts mit. Man schiebt so von A nach B und schmeißt es weg. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß ja aus dieser Runde, dass ich Personen beim Umzug ihres Büros geholfen habe, wo dann sozusagen aus dem kompletten Schrank das gesammelte Leergut endlicher Jahre herausgekullert ist. also
Man, sammeln kann man wirklich alles. Ja. Na gut, dann sammeln wir weiter Pluspunkte bei unseren Hörenden. Wer hat denn noch nicht aufgelöst? Also ich habe noch was, aber ich muss ja auch für meinen Quickie noch was aufheben. Ich meine, ich habe noch zwei kurze. Das ist schön. Könnten beide, da könntest du Stabhochspringer werden. Ja, genau. Dann, ja, zwar zwei, ist zwar komisch, aber es gibt dann vielleicht wieder eine Geschlechterdebatte, wer weiß. Ja, also ich muss ja auch noch meinen Kommentator des Herzens auflösen. Aber gerade Stabhochsprung. Ich würde ganz gern mal, hat einer von euch schon mal, also 6,25 Meter ist jetzt der neue Weltrekord im Stabhochsprung. Ja, unglaublich. Ja. Wieso sagst du 6,25 Meter? Ja, weil es nicht 5,26 Meter sind, sondern 6,25 Meter. Warum betonst du die 6 so? Also jetzt. Naja, das hat jetzt irgendwie. Nein, also da machst du dir jetzt mehr Hoffnung, als es dahinter steckte. Der ist Hesse. Es ist, genau. Es ist. Das ist hoch. Also 6,25 Meter ist wirklich hoch. Oder ja, tief. Je nachdem, wenn du von oben runterspringst, ist das auch tief. Das ist irre. Ja, also dass sie da auch immer auf die richtige Seite fallen. Also das wird doch nicht immer so passieren. Da gibt es tatsächlich, glaube ich, kann man im Internet schon auch gucken, dass es mal auch mal schief geht irgendwie oder sowas. Aber also ich finde das faszinierend, wie man sich auf deutlich über 6 Meter hochschwingen kann. Ja, und vor allem zur Krönung. Du fängst ja nicht nur 6 Meter hinter wieder runter, da kommt ja auch noch die Stange hinterher, wenn du Pech hast. Ja. Also da. Ja gut, das. Also, wäre nichts für mich. Nee. Ich habe auch Höhenangst, dann ist das nochmal schwierig, aber. Ja, ist schon faszinierend. Aber, und der Typ, der wird wahrscheinlich auch noch mehr springen. Also der macht das ja so locker. Ja, keine Ahnung. Also der hat auf jeden Fall, ich meine, ich fand es ja so cool, wenn man sich das mal anguckt. Der hat ja im Fallen schon gejubelt. Also der wusste ja an dem, der ist ja quasi nur so auf das Landekissen quasi aufgedöppt und ist dann direkt losgerannt. Ja. Also war faszinierend. Also ich habe das heute nochmal gelesen. Ich habe das ein paar Minuten geguckt und da haben die sich alle bei 6,80 abgemüht und das gerissen ohne Ende. 5,80. Entschuldigung, natürlich, sorry. 5,80, selbstverständlich. Und dann las ich heute, dass der einfach mal locker als ersten Sprung 5,85 hat auflegen. Der hat da gar nicht. Der hat einen kleinen Graben. Der ist auch extrem selbstbewusst. So drei Viertel des Feldes eliminiert, weil keiner da mitgehen konnte. Das ist wie beim Pokern, so all in, so ungefähr. Ja, der ist halt, glaube ich, nicht nur extrem selbstbewusst, der ist halt auch extrem gut. Also, das muss man halt dazu sagen. Die Danten nennen nämlich immer das Jahrtausend-Talent. Ich dachte immer, Sergej Bubka oder so sind die Talente. Aber er wurde wirklich explizit mehrfach das Jahrtausend-Talent genannt. Da habe ich gedacht, so krass, ich kenne den überhaupt nicht. Bis dato kannte ich den nicht. Naja. Habt ihr die Story mitgekriegt mit dem deutschen Hammerwerfer? Nur weil wir hier gerade bei der aktuellen Olympiade sind, will ich das kurz einwerfen. Der hat seinen Hammer abgefeuert, flog auch ordentlich weit und kam dann runter und dann fing die Kamera irgendwie so das Feld ein und dann saßt du da, von hinten kommend, rannte dann so ein Juror, so ein Kampfrichter, rannte dann so übers Feld. Der hatte irgendwie den Moment des Abwurfs verpasst. Der rannte mit seinem Block und allem drum und dann rannte dann übers Feld dahin, weil er nicht da war, wo er eigentlich sein sollte und nicht sagen konnte, wie weit das jetzt war. Und dann kamen ihnen schon irgendwie zwei Mädels entgegen, die den Hammer in der Hand hatten und er war irgendwie, das sah so aus, irgendwie entsetzt, dass die das Ding hochgenommen haben, dann sind die zusammen dann wieder zurück und dann haben sie das Ding irgendwie dann wieder so in den Rasen gelegt, dann siehst du so, da kannst du irgendwie so nur deuten, lag der hier oder lag der da und dann stehen die da so und irgendwie haben sie dann auf diese Art und Weise dann doch noch seine Weite wohl auch ermittelt, aber ultra lustig. Also komplett ohne Ton ist das auch ultra lustig. Das ist Slapstick nur von Bildern her. Ich glaube, der Sportler fand es in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so ultra witzig. Also, nee, der musste richtig lang warten auf sein Ergebnis. Der hatte schon einen relativ dicken Hals gehabt. Also das, aber wie gesagt, aber... Ja, aber das sind so kleine... Ich finde, in Zeiten von Social Media wird ja immer nur das Negative hervorgehoben und wenn irgendwo was falsch läuft bei Olympia, dann ist das natürlich direkt eine Meldung wert. Und ich finde jetzt hier so einen Fehler, ja, das finde ich einfach, das ist so menschlich, das ist so schön, da kann man drüber lachen und da muss man nicht irgendwie dann groß bei X was posten und sagen, wie lächerlich diese Spiele sind, sondern da kann man einfach nur schmunzeln und sich freuen, dass da nicht alles perfekt ist. Wer hat denn bei X irgendwie gepostet, dass die Spiele lächerlich sind. Adolf Musk selber oder was? Oder?
Nee, ich habe jetzt, das war jetzt keine Anspielung auf eine spezielle Person, sondern nur darauf, dass das fing ja schon an mit der Eröffnungsfeier. Und wie ja bei allen Ereignissen auf diesem Planeten fühlen sich immer Leute berufen, irgendetwas, was nicht funktioniert, dann direkt ins Netz zu gehen und rumzumotzen. Also da war jetzt auch hier bei unseren Fernsehsendern ZDF, ARD, da geht immer mal was schief, dass die aus Versehen genau in der entscheidenden Situation irgendwie gehen die aus dem Live-Beitrag raus und gehen in irgendwas anderes rein. Und das ist natürlich scheiße und ich würde dann vorm Fernseher auch kotzen. Aber warum fühlen sich die Leute bemüßigt, ihren Ärger dann in die ganze Welt hinaus zu bringen? Ganz ehrlich, mal, was das für Leute das sind. Das kann ich echt nicht verstehen. Also vielleicht Oma Erna oder so, ne? Aber gerade ARD und ZDF, was die bei Olympia an Programm abliefern, du kannst ja, also ich gucke ja nur gestreamt. Also ich gucke kein Live-Signal, sondern ich gucke immer in der Mediathek über den Fernseher, hast ja die Apps da drauf. Und da kannst du dir zu jeder Sportart, so wirklich gefühlt jeder Sportart, den Livestream raussuchen. Die haben da so eine ganze Latte, 20, 30 Events pro Tag, wann die anfangen. Und dann gehst du da rein oder kannst du dir den Wettkampf in Gänze angucken. Das ist unglaublich geil, dieses Angebot, sowohl ARD als auch ZDF. Also wer bietet einem das schon mal mit hochqualitativen Kommentatoren, Experten, teilweise eben auch mal ein bisschen was Hanebüchendes dabei. Und jetzt möchte ich das zweite Mal versuchen, die Überleitung hinzukriegen. Und natürlich auch für mich absoluten Perlen der Moderations- und Kommentatorenkunst. Und ich weiß nicht, wer von euch Carsten Soest Meier kennt. Ich kannte den nicht. Sagt euch der Name was? Nö. Nee. Dann seid ihr auch wahrscheinlich, wie ich, alle keine Freunde des Pferdesports, denn der ist eine absolute Größe. Im Internet, wenn man ihn googelt, findet man, keiner kommentiert so schön wie Carsten Soest Meier. Und das wird auch selbst bei Wikipedia, wenn du den Artikel hier aufrufst, erwähnt, sein einzigartiger Sprachstil und seine Sprachmelodie sind sein Markenzeichen. Dies machte ihn in Kombination mit seinem Fachwissen zu einer bekannten Größe im Bereich des deutschen Pferdesports. Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Indem ich mit meiner Frau, so viel es geht, eben die Olympischen Spiele im Fernsehen laufen lasse, so als Hintergrundberieselung. Und ehrlich gesagt, wenn da irgendwelche Pferde rumhoppeln, dann gucke ich da eigentlich nicht hin. Dressurreiten finde ich erstmal so von der reinen Anschauung her ziemlich lustig. Aber natürlich sind wir da eine Größe. Isabel Werth ist ja die Königin des Pferdesports, die erfolgreichste Deutsche. Da darf man wirklich sagen, Olympioniken, hat jetzt wieder im Team Gold geholt und im Einzel die Silbermedaille, und Carsten Soest Meier ist ein großer Fan von ihr, wie man da hören konnte. Und das ist eine 10-minütige Kür, die er da moderiert hat. Das lohnt sich auch, das komplett anzuhören. Ich habe es mal zusammengedampft für euch heute, einfach nur, um euch ein Gefühl für seine Sprachmelodie zu geben. Ich würde, wie gesagt, sogar sagen, das ist ein Kommentar wie eine Sinfonie. Und für Deutschland wird jetzt Isabel Werth an den Start gehen. Ein Trab tritt in der Passage wie der andere. Und hoffentlich auch jetzt in der Trabverstärkung. Schön, wie Isabel Werth die Hand auf dem Widerriss ein bisschen nach vorne schiebt. Die Stute auch dementsprechend sich erweitern kann im Rahmen. Groß bleibt vor der Senkrechten in der Nasenlinie. Das ist feinfühliges Reiten, was wir hier sehen. Ja, und ein zufriedenes Abschnaufen des Pferdes. Sich nochmal selbst, obwohl es gelöst erscheint, zusätzlich auch löst damit. Aber bemerkenswert, mit welch einer freudigen Gelassenheit hier diese Stute unterwegs ist und quasi immer wieder fragt, Isabel, komm, zeig mir, wohin wir weiter tanzen wollen. Passage Piaffe. Und schauen Sie, wie fließend, wie leichtfüßig, wie toll in der Gesamtsilhouette dieses Pferd hier erstrahlt. Also besser, viel besser geht es wahrlich nicht. Hier würde ich sogar, ohne überheblich zu wirken,
die Höchstnote auch gerne mal sehen. Mit einer 10,0, das ist phänomenal. Ja, phänomenal auch dieser Kommentar. Traumhaft. Ja, also, da hoffen wir mal, dass die Stute nicht noch in die Grasnarbe abgeseilt hat. Das ist wirklich alles sehr. Ja, also der moderiert das im Übrigen auch bei anderen Ritten so, besonders enthusiastisch natürlich bei den Deutschen, und ich finde das unglaublich. Also das ist so, da, ich habe keine Ahnung, was der da gesagt hat. Ja? Ich habe kein Wort verstanden. In der Senkrechten, in der Piaffe, in der was auch immer ja, da passiert. Ich sehe, du siehst da so ein Pferd so komisch rumhoppeln und dann geht dieser Mann da so steil. Der hat auch schon, es gibt Zusammenschnitte, da hat er geweint am Mikrofon, weil das so schön war. Und du weinst fast mit, wenn du das hörst, obwohl das einfach nur ein Pferd ist, was da so rüberhüpft. Nur in Anführungsstrichen. Also. Ja, aber das finde ich ja in dem Fall wirklich faszinierend. Also, dass er im Prinzip mit Worten malen kann. Ich verstehe die Worte auch nicht. Also, der hat auch locker 10 Begriffe verwandt, habe ich ihm nie gehört. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine besondere Ahnung von Pferden, okay. Aber. Trotz allem verstehst du, was er meint. Und auch, im Gegenzug finde ich es halt auch faszinierend. Also er weiß offensichtlich, wovon er redet. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was auch nicht immer gegeben ist, leider inzwischen bei Sport und sonstigen Kommentatoren. Und er hat halt nicht nur Ahnung, er hat halt auch, wie gesagt, unfassbare Leidenschaft für das Thema. Und das ist ja eben, das finde ich ja großartig. Und einen riesigen Wortschatz. Ja. Also das, man kann sich da unendlich viele Videos anschauen. Das wird nicht langweilig. Das ist, er malt wirklich so. Das ist wie so eine Melodie, parallel zur Melodie, die da eh schon im Hintergrund dudelt. Und dann siehst du halt noch das Pferd und die Reiterin, also, oder den Reiter. Ein Shoutout für Carsten Soestmeier an der Stelle. So. Ich guck mal in die virtuelle Runde. Du hast geliefert. Bist du fein? Ja, ich bin fein. Was ist mit dem Prollo? Noch eine Zoogeschichte. Ja, eine Zoogeschichte. Ne, ist nur eine Frage. Du musst ja nicht. Ich hab einen Filmtipp, habe ich noch im Angebot. Ja, dann raus damit. Und zwar Cool Runnings von 93. wer kennt den Film von euch? Ja, logisch. Okay, also, jamaikanisches Bob-Team. Sollte man sich vielleicht jetzt nochmal anschauen. Olympische Winterspiele 88 hatten wir eben auch schon mal zu anderer Gelegenheit. Und tatsächlich, auch wenn es sich um einen Disney-Film handelt, nach einer nicht so exakt romantischen, aber tatsächlich wahren Begebenheit im Wesentlichen, ist Jamaika ja schneefrei. Und deswegen ist es eigentlich ja schon ganz nett als Anekdote, wenn sich da mal so ein Bob-Team findet. Und das ist vielleicht das, was man jetzt so als Wissensthema noch zum Angeben gebrauchen kann. Der Hintergedanke war nämlich, das ist nicht nur im Film so, das ist auch im tatsächlichen Team so gewesen. Der Gedanke war, wenn die Bobfahrer am Anfang ihren Schlitten ja anschieben, ne, dann sind schnell laufende Bobfahrer natürlich so einen gewissen Vorteil. Und da hatte sich jemand gedacht, ein amerikanischer Trainer übrigens tatsächlich, der hat dann aus der, witzigerweise aus der jamaikanischen Armee vier Leute rekrutiert mit dem Hintergedanken, dann können die ihren Schlitten besonders flink anschieben und dann heizen die so durch. Und das hat auch ein bisschen geklappt, denn am Ende im Film wie im Original ist der Schlitten, den hat es dann zerlegt unterwegs. Da war das Material wohl doch ein bisschen zu schwach. Aber kleiner Fun-Fact nochmal an der Stelle. Ja. Den amerikanischen Trainer spielt ja in dem Film John Candy, sein letzter Film. Also ist er leider gestorben. John Candy, ein Held meiner Jugend. Mein hässlich wie die Nacht eigentlich, der Typ, aber unglaublich geil, super talentiert. Ein Ticket für zwei, sage ich nur, ein Träumchen. John Candy. Wer ihn nicht kennt, googelt ihn jetzt sofort. Also nächste Sonderfolge, John Candy. Genau. Cool Runnings heißt übrigens im jamaikanischen Patois gute Reise. Und hier schreien schon Kinder nach mir, deswegen ich muss tatsächlich mal hier salopp zur Tür galoppieren. Sometimes you have to give them candy. Ja. Vielleicht wäre das ja wirklich mal eine interessante Folge, dass wir da ein Thema mal, also
Filmhelden der Kindheit und Jugend oder schon ja, verstorben. Also, schön, schön. Also John ja. Candy ist fand ich auch großartig damals. Also ich habe auch noch, also zum Beispiel beim Ticket für zwei, echt so zwei, drei Szenen im Kopf mit Steve Martin. Das eine ist geil, wie sie da im Bett aufwachen. Also es führt jetzt zu weit, die Geschichte dahin zu, also sie liegen nebeneinander im Bett aus Not gedrungen und der eine fragt den anderen, wo hast du deine Hand? Und der sagte, zwischen zwei Kissen. Und der andere brüllt, das sind keine Kissen. Und das ist ein Traum. Also wie ich dann aus dem Bett springe, es ist wunderbar. Ja. Sorry. Herrlich. Ich muss das einfach hier. Ja, das, John Candy, denke ich sofort dran. Das nehmen wir mit Kinohelden der Kindheit ja, oder so. Träumchen. Das ist ein schönes Thema. Ich muss mich leider schon verabschieden. Ich werde mir Summer's Creaky und auch deinen Beitrag natürlich sehr gerne hinterher noch reinziehen, aber ich werde hier am Pool erwartet. Und okay, das ja, natürlich. Haben wir die zwei Stunden nicht eh schon voll langsam? Nee, wir haben noch 10 Minuten. Ja, genau. Noch 10 Minuten. Ja, genau. Alles klar. So. Mach's gut, danke fürs Bier. Es hat sich auch hier gelohnt und ich wünsche euch. Ja, noch cool, dass du es mitgenommen ja, hast. Schön, schönen Urlaub viel noch. Viel Spaß im Pool. Ja. Bis cool. dann, hallo. Ciao, ciao. Ciao. Er würde gerne noch einen Literaturtipp hin dranhängen und ich sage bewusst Literatur. Asterix bei den Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat, den Comic. Es ist, also die haben auch das Thema Doping da sehr charmant aufgegriffen. Das ist großartig, wie das umgesetzt wurde von der Dopings. Von der, genau. Und da ist auch, und ich muss dazu sagen, also den Asterix-Comics, also gerade den Comics mit, wo Guskini noch der Texter war, das ist, glaube ich, der letzte war Asterix bei den Belgiern, wenn ich mich täusche. Die waren nochmal auf einem anderen Level und da, die haben ja auch immer so ganz traumhafte sprechende Namen. Also alle haben ja irgendwie dann auch mehr oder weniger sprechende Namen. Und hier ist einer meiner Top 3 Favoriten bei Asterix-Heften. Das ist einer von den römischen, ich glaube, es ist ein Ringer, der heißt einfach Haut drauf und Schluss. Es ist so geil. Wie kann man sich so einen Namen ausdenken? Haut drauf cool. und Schluss ist so großartig. Ich glaube, das hast du schon mal irgendwann erwähnt. Wirklicherweise bin ich Fan. Und es ist, also das ist jedes Mal wieder geil. Also nur ich den Namen, wenn ich nur dran denke, finde ich schon großartig. Ich hab sogar direkt eine Figur vor Augen. Ich muss nachher überprüfen, ob ich die richtige Figur vor Augen habe. Also das ist wirklich jedem zu empfehlen. Wer den Comic noch nicht kennt, lest ihn. Es ist wirklich großartig gemacht. Ja, sehr schöner Tipp und auch sehr schöne Überleitung. Hau drauf. Und Schluss, sag mal, ich spiele deinen Jingle und dann bist du dran. Und was ist mit Quickie? Oh, Al, du bist fertig. Quickie! So. Ja, sehr schön. Ich habe beim Teasern mal wieder nicht die beste Formulierung gefunden. Man hätte die zwei kurzen Geschichten zusammenfassen können unter dem Stichwort Betrug bei Olympischen Spielen, aber es ist kein Doping. Und zwar eine Geschichte, das war eine puerto-ricanische Sportlerin, die wohl bei mehreren Disziplinen angetreten ist, unter anderem beim Weitsprung und bei der 4x400-Meter-Staffel. Und beim Weitsprung hat sie sich aber verletzt. Sie war aber auch für diese Staffel vorgesehen. So, und was hat sie dann gemacht? Sie war Zwilling und hatte eine Zwillingsschwester und hat dann schlicht und einfach ihre Zwillingsschwester vorgeschickt und die ist dann für sie gelaufen in der Staffel. Und ich hatte beim Teasern ein Muttermal erwähnt. Es ist nur aufgefallen, weil die Zwillingsschwester ein Muttermal hatte im Gesicht, das sie nicht hatte. Und das ist einem Journalisten aus Puerto Rico aufgefallen und der war irgendwie offensichtlich nicht so richtig patriotisch oder vielleicht gerade patriotisch, ich weiß es nicht, wie man es sehen will. Der hat das jedenfalls auffliegen lassen und daraufhin hat der Delegationschef der Puerto Ricaner die komplette Delegation zurückgezogen und sind abgereist. Und das Ganze war, das war 84, ist gar nicht so weit lang her, also in L.A. Die ist bestimmt keine Staatsheldin mehr geworden. Ja, mein lieber Sommer, trotz allem, 84 ist 40 Jahre her, nur so am Rande. Ja, ja, das stimmt. Aber 84, die Olympischen Spiele, für mich sind die noch irgendwie, ja. ich hab ja erzählt, ich bin ein Kind der 80er und Jürgen Hingsen und ich weiß nicht, für mich ist es gar nicht so weit weg. Der zweite Betrug, der ist fast noch krasser. Aber du hingst ein bisschen hinterher, ne? Oh. Der zweite, wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Jedenfalls, hörst du doch mal an. Der Russe
1976 ein russischer Fechter. Der hat sich was richtig Geiles einfallen lassen. Und zwar hat er irgendwie diese Trefferuhr. Also beim Fechten ist ja immer sehr schwer zu sehen, wenn jemand getroffen wird. Das ist ja alles elektronisch mittlerweile, wird das registriert. Und der hat die irgendwie so manipuliert, dass der beim Fechten per Knopfdruck diese Trefferuhr für sich auslösen konnte und dann immer ausgelöst hat, wenn, selbst wenn er gar nicht getroffen hatte. Und das war ziemlich strange, ist auch irgendwie, fanden alle komisch, aber ist erstmal nicht aufgefallen. Dann ist es aber schließlich doch aufgefallen und ein Fechtrichter hat dann auch diesen Betrug irgendwie bemerkt und bestätigt und dann wurde er natürlich disqualifiziert. Und ist dann sogar, musste sogar zum Staatschef, Leonid Brezhnev, und wurde dann da auch nochmal gerügt und irgendwie aus der olympischen Mannschaft rausgeschmissen. Junge, Junge. Ja, gibt ja immer wieder, also auch bei den Olympischen Spielen gibt es gerade gegenüber den Fechtern gibt es massive Korruptionsvorwürfe. Aber das wollen wir jetzt nicht noch vertiefen, so kurz vor Hayabubu. Ich finde, wir haben ganz vieles angesprochen, immer auch mit Medienbezug, aber auch wahrscheinlich ganz vieles nicht angesprochen. Also seht es uns nach, man kann 1000, was weiß ich, wie viele Jahre Olympia nicht in 2 Stunden abhandeln. Wir haben genau genommen auch nur über Sommerspiele gesprochen. Also muss man auch mal ehrlich sein. Die Winter Edition kommt noch in 2 Jahren und irgendwann machen wir nochmal die Antike, wenn wir diese Schieferplatten hier in den Keller geschleppt kriegen. Genau, dann machen wir, nehmen wir die Folge auch komplett nackt auf. Das hast du jetzt gesagt, aber ich bin dabei. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich danke euch für diese sehr launige Sendung. Schön, dass das geklappt hat, so grenzüberschreitend, USA, Sammatorium, der Beef ist zu mir jetzt hätte ich fast gesagt, ins Beefhole. Nein, ins Benanza-Hole, in den Benanza-Keller gekommen. Genau. Und war sehr schön. Benanza-Stable. Und ja, habt noch viel Spaß mit den Olympischen Spielen. Die nächsten Spiele kommen ganz gewiss in 2028 und 26 dann die Winterspiele. L.A. L.A. ist das nächste Ziel für die Sommerspiele. Und ich glaube, die Winterspiele weiß ich gerade gar nicht. Cortina d'Ampezzo. Nee, ja, genau. Und Mailand. Genau. Da machen wir vielleicht dann in 2 Jahren eine Wintersendung. Sommer, schlaf gut. War schön. Bis bald. Es gibt keine KI-Musik. Wir können, ich kann singen, aber ist auch nicht gut. Nee, also, nee, wir gehen nicht so raus. Bis dann. Tschüss.